Hallo meine wunderschönen Seelensterne, herzlich willkommen zu unserer Pick-a-Card-Reading Should I stay or should I go? Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Bevor ich mich tiefer mit diesem Reading befasse, möchte ich mich bei einigen Leuten ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich bei Christina bedanken für deinen Anhänger, die du mir geschickt hast. Danke, danke, danke. Ich habe mich riesig über den Tigerauge-Anhänger gefreut. Ist sowieso auch meinem Sternzeichen zugeordnet. Danke von ganzem Herzen. Ich möchte mich beim Uschi, die Ursula, bedanken von ganzem Herzen. Sie hat mir ein wunderschönes Paket gemacht mit so viel schöne Geschenke drinnen, unter anderem auch diese Herz und diese Buddha, wo mir das Herz zutiefst berührt hat, auch alles andere, was da drinnen war. Liebe Ursula, du musst nicht mir ein PayPal schicken oder aus meiner Wunschliste. Ich finde diese selbstgebastelte Pakete sogar oftmals viel, viel schöner und viel herzlicher, und so viel Liebe, wie du darin gesteckt hast, möge es 100.000-fach zu dir zurückkommen. Ich danke dir, und ich habe es auch gerade aus einer Pick-a-Card-Reading, deine wunderschöne Buddha, mit dazu genommen. Und ich bedanke mich auch bei Mona. Sie hat mir einen türkisen Herz geschickt, wo ich dann an meinem Auto, an dem Scheibe, also an dem oh mein Gott, Merkur, ich dachte, der ist ja auch im Schatten, das kann sein, dass es daran liegt, an den Rückspiegel hängen habe, als Türkis, als Glücksbringer, damit ich sicher durch die Gegend komme und dass mir kein Autounfall mehr passiert, und auch eine kleine Schutzengel mit Türkisstein drin. Danke, danke auch dir, Mona. Ich habe diesen wunderschönen Stein aus meiner Liste bekommen. Leider ist nicht drinnen gestanden, von wem es ist. Auch dafür vielen, vielen Dank. Dann habe ich diverse Kartendecks geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Leider Gottes waren da auch keine Namen drin. Ich weiß, dass viele von euch Namen reinstellen, aber manchmal tut der Amazon die Namen nicht mitschicken. Und wer auch immer mir all diese wundervolle Geschenke zukommen gelassen hat, ich drücke euch aus der Mitte meines Herzens und ich danke euch für eure Wertschätzung, für meine kostenlose Arbeit. Auch habe ich einen wunderschönen Malachit bekommen, die ist jetzt gerade am Fenster bei mir. Und ich danke euch zutiefst für diese Wertschätzung und dass ihr das Geben und Nehmen so liebevoll aufrechterhaltet in dieser wunderschönen Community, und gerade während dieser schweren Zeiten, wo wir alle gemeinsam Hand in Hand in diese neue Zeit rübergehen. So, jetzt werde ich mich auf das Reading konzentrieren, und zwar haben wir hier drei Gruppen, und bei diesen drei Gruppen geht es einfach heute bei diesem Reading, das ist ein neues Reading, geht es darum, sollst du bleiben oder sollst du gehen? Es könnte sein, dass du in einer Partnerschaft bist, die schon längere Zeit kriselt, und dass du dich fragst, ob diese Beziehung überhaupt noch Bestand hat und ob du bleiben sollst oder ob du sollst gehen. Kann man das noch kitten, was zwischen euch ist, oder sollst du besser gehen? Vielleicht sind die Zeichen schon da, vielleicht spielst du schon mit den Gedanken, das zu tun. Das ist eine Wunschreading gewesen von einigen von meiner Community, deswegen habe ich mich entschieden, den heute zu machen. Bei der anderen von euch kann es sein, dass du vielleicht in einem No-Kontakt bist und darauf wartest, dass der andere Person wieder zurückkommt und dich fragst, soll ich warten oder soll ich gehen? Und bei der dritten Gruppe von euch kann es sein, dass du mit jemandem zu tun hast, der dauernd kommt und geht, und du dich fragst, ob da überhaupt irgendjemand jemals etwas mehr daraus wird, oder bleibt das einfach weiterhin dieses Spielchen, dieses Kasperlspielchen, wo es bis jetzt gewesen ist, und soll ich beim nächsten Mal, wenn es kommt, dem überhaupt noch eine Chance geben oder soll ich gehen? So, das ist so eine spezifische Gruppe, die hier gefunden wird. Mit Sicherheit wird der eine oder der andere sich angesprochen fühlen. Ich habe hier drei Gruppen. Wir haben hier den weißen Buddha mit diesem wunderschönen, eigentlich hätte es sollen diese Feder hier hin, sorry, mit dieser wunderschönen Feder und diesen Stein, wo mir die Uschi geschickt hat. Wunderschön. Ich habe für alle drei Gruppen ein Herz genommen. Dann haben wir diese wundervolle Buddha, die ich geschenkt bekommen habe, mit den Elefanten. Auch dafür danke, liebe Uschi. Mit dem weiblichen Buddha und diesem Herz. So.
sehr schöne Farbe. Und natürlich haben wir unser Celestit-Herz, wie immer. Und diesen dunklen Buddha mit dieser wunderschönen Feder, diese Babyfeder. Sie hat eine ganz an der Spitze ein bisschen so braune Flecken. Ich hoffe, dass du jetzt da in deine Gruppe bereits schon gefunden hast. Und dann würde ich sagen, wir starten mit der Gruppe 1 gleich. Oh, vorher, bevor wir mit der Gruppe 1 starten, ich wollte noch Sternzeichen ziehen für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, damit du vielleicht einfach das Sternzeichen deines Gegenübers eventuell in der Gruppe vorfindest. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich schaue mir jetzt dieses Reading an, die Gruppe, die mich jetzt anzieht, aber ich möchte im Nachhinein noch die Gruppe anschauen, wo jetzt der Sternzeichen noch drin ist, von der Person oder von mir. Ja? Es muss nicht zwangsläufig immer deine Gruppe sein, aber es ist eine leichtere Möglichkeit für diejenigen, die sich nicht entscheiden können. Für die Gruppe 1 ziehe ich jetzt 4 Runen raus. Einmal, das sind die Zwillinge. Jungfrauen Waage und Widder bei der Gruppe 2 ist Wassermann Schütze, Skorpion, und Steinbock, und die letzte 4 sind natürlich für die Gruppe 3, das ist der Stier, Krebs, Löwe und Fische. So, meine Seelensterne. Ich hoffe, dass für die eine oder für die andere von euch das jetzt leichter geworden ist. Und wir starten natürlich dann mit der Gruppe 1, mit der Weiße Buddha. Bevor wir mit diesem Reading anfangen, möchte ich nochmal mitteilen, dass die Anmeldeschluss für den Workshop Opferbewusstsein und Schöpferbewusstsein am nächsten Donnerstag sein wird. Das heißt, die Gruppe füllt sich recht schnell. Wir sind schon über 50 Leute. Und für diejenigen, die noch daran teilhaben möchten, bitte meldet euch über E-Mail und eine Telefonnummer bei mir, damit ich euch kann in der Gruppe aufnehmen. Und es geht hier bei diesem... Was genau war das für ein Geräusch? Okay. Es ist niemand zu Hause, aber es gibt komische Geräusche im Haus. Es geht bei diesem Workshop darum, dass du erkennen tust, wo du dich eventuell in welche Bereiche deines Lebens in einem Opferbewusstsein befindest und wie du aus diesem Opferbewusstsein aussteigen kannst und in dein Schöpferbewusstsein kommst. Das Workshop ist einer von den intensivsten Workshops, die ich überhaupt jemals gegeben habe, weil es dann wirklich auf das Thema geht, wie du unbewusst gewisse Dinge und Situationen in deinem Leben manifestierst und wie du bewusst das erkennen kannst und da rauskommen kannst und in deine Schöpferkraft kommen kannst, um natürlich das zu transformieren in das, was du wirklich möchtest und nicht in das, was durch deine verletzte Ego, durch deine Opferbewusstsein automatisch in deinem Leben angezogen wird, damit du es dir anschaust und heilst. Wie gesagt, Anmeldeschluss am Donnerstag nächste Woche und dann setze ich den Termin. Das wird wahrscheinlich der Montag drauf sein und ich freue mich sehr auf dieses Workshop mit euch. So, meine Seelensterne, dann würde ich sagen, wir starten mit der Gruppe 1. Ich freue mich. Hallo, ihr wunderschöne Seelen der Gruppe 1. Herzlich willkommen zu deiner Reading. Shall I stay or shall I go? Wir schauen uns heute in deinem Reading an, ob du in dieser Verbindung, wie auch immer, in welcher Form auch immer es stattfindet, weiter verweilen sollst oder es ist Zeit für dich gekommen, diese Verbindung hinter dich zu lassen und dich anderswertig zu orientieren. Dieses Reading wird dir einen Einblick über deine Situation mit dieser Person
bitten. Kann natürlich sehr triggernd sein, wenn du nicht das hörst, was du gerne hören möchtest, aber gleichzeitig auch sehr heilsam sein. Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien all denen, die sich für die Gruppe 1 entschieden haben und bitte darum, dass jetzt mein Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien gereinigt wird und mit den Energien der allerhöchste göttliche Licht und allerhöchste göttliche Liebe geladen wird. So mögen meine Worte, meine Gedanken und meine Gefühle heute hier göttlich gefüllt sein, durch dich, Vater, Mutter, Gott, Quelle, allem sein. Aus der höchste göttliche Quelle der Schöpfung, aus der Quelle, allem sein, rufe ich nun all diese Seelen, mit denen die Gruppe 1 in Verbindung steht, auf irgendeine Art und Weise, ob energetisch, ob persönlich oder einfach nur einfach sporadisch, und bitte darum, dass mir jetzt die Erlaubnis erteilt wird, die Situation für die Gruppe 1 zu klären. Habe ich die Erlaubnis? Danke. Okay, Gruppe 1, wir schauen uns mit der Power of Love Karten. Was ist die Situation, in der du dich gegenwärtig befindest? Spirit, zeig mir bitte, was ist die gegenwärtige Situation, in der sich die Gruppe 1 befindet, wo wir jetzt abklären möchten, ob Gruppe 1 bleiben soll oder gehen soll. Distanzgeografie. Nein, Whitey, bleib drinnen. Bleib drauf. Wenn du deine Leckerlis hier hinbringst, dann gehst du wieder raus. Es tut mir leid, Whitey will unbedingt dabei sein. Was ist die Situation in dieser Verbindung bei der Gruppe 1 Spirit? Okay, Reconciliation. Oui, okay. Ménage à trois, triangle amoureux, oh, das sieht nach einer Dreieckbeziehung aus. Und Verletzungen, okay. Ich möchte die Karten mit Tarot noch weiterschauen, bitte. Ich werde erstmal alle Karten ziehen, bevor ich überhaupt irgendeine Meinung darüber bilde. Ich arbeite jetzt mit dem Superlunaris Tarotkarten. Spirit, bitte zeig mir die Situation, in der sich diese Gruppe befindet. Oh, es waren zu viele Karten. Zeig mir die Situation, in der sich diese Gruppe befindet. Wir haben den Rat des Schicksals auf dem Kopf. Wir haben die vier der Kelche. Wir haben die drei der Kelche. Okay. Okay. Wir haben Unreife, unstabil. Okay. Whitey, machst du bitte Platz und legst dich hin, ansonsten gehst du bitte raus, ja? Danke.
Und wir haben den Teufel noch am Boden der Karte und wir haben die Optionkarte direkt dahinter. Okay, also Gruppe 1, als Situationkarte würde ich einfach sagen, dass du dich in einer Dreieckbeziehung befindest, die eine gewisse Distanz zwischen euch existiert. Ob das jetzt eine geografische Distanz ist, dass zwei Personen in zwei verschiedenen Städten leben. Es muss nicht immer eine Flugzeugdistanz sein. Es kann auch sein, dass es ihr zum Beispiel in zwei verschiedenen Städten wohnt, in zwei verschiedenen Kantone wohnt, in zwei verschiedenen Bundesländer wohnt. Ja. Und es scheint so zu sein, dass hier einer von euch beide oder beide verheiratet sind. Ja. Und ich glaube, da ist Verletzungen hat hier stattgefunden in dieser Verbindung. Ich kann mir jetzt nicht sagen, auf was sich die Verletzung bezieht. Ich werde das nachher dann anschauen. Und nachdem diese Verletzungen passiert sind, entweder ist diese Verbindung durch diese Dreieckbeziehung irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden oder es ist irgendetwas zwischen euch beide passiert, das zu einer Trennung geführt hat. Warum? Weil ich hier die Reconciliation habe, ja. Und die Reconciliation kann aber vielerlei bedeuten. Das kann bedeuten, dass dein Gegenüber vielleicht sich mit seiner Frau oder mit seinem Mann oder mit ihrem Mann wieder versöhnt hat und das hat bei dir zu Verletzungen geführt oder aber durch diese Dreieckbeziehung hat einfach eine gewisse Verletzung zwischen euch beide gegeben durch das Verhalten dieses Gegenübers und jetzt geht es darum, sich wieder zu versöhnen. Ja, bitte auch hier realistisch und authentisch mit sich selbst vor Gericht gehen. Ja, was mir aber hier nicht gefällt, sind verschiedene Dinge. Einmal haben wir der Rat des Schicksals auf dem Kopf. Was mir eigentlich zeigt, dass die Situation, in der ihr beide seid, unveränderlich geblieben ist. Egal, was die Verletzung war, die hier stattgefunden hat. Ich möchte jetzt genau diese Karte jetzt klären. Eine Sekunde. Spirit, kläre für mich bitte die Karte Verletzung. Kläre bitte die Karte Blessur für mich. Spirit. Kläre bitte für mich die Karte Blessur. Marc, kannst du bitte die Türe zumachen? Der White hat das wieder aufgemacht. Marc? Ja? Kannst du bitte die Türe zumachen? Der White hat es wieder. Ich habe gedacht, du meinst die Eingangstür. Danke. Für mich Pizza. Oh. So, was hat zur Verletzung geführt? Ja, wir haben hier die 8. Ich bin mir jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher, was für eine 8 das ist. Ich glaube, das müsste ich mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Achte Schwerter. Ja. Also du hast hier mit jemandem zu tun, der sich diese Verbindung verbittet, aufgrund vielleicht dessen, dass es in einer andere Beziehung Verantwortung trägt oder in einer Beziehung ist. Und das aufgrund dessen, dass diese Person sehr kopflastig ist, aufgrund dessen, dass diese Person diese Verbindung sich verbittert, hat es zu Verletzungen zwischen euch beide geführt. Und ich weiß nicht, ob ihr beide jetzt wünscht, dass es zu einer Versöhnung zwischen euch beide kommt oder aber es ist bereits schon zu einer Versöhnung zwischen euch beide gekommen, aber diese Rat des Schicksals auf der Kopf gibt mir das Gefühl, dass die Situation unverändert geblieben ist, auch mit dieser Person. Ja. Warum ist der Rat des Schicksals auf der Kopf hier, Spirit? Was hat dieser Rat des Schicksals auf der Kopf hier zu bedeuten, Spirit? Ja, es geht hier darum, dass wir haben hier die Königin der Kelche und die Königin der Kelche wäre jetzt das weibliche Aspekt des Kelches. Das bedeutet, dass es würde jetzt darum gehen, mehr oder weniger seinen Kelch jemanden zu überreichen und das scheint aber nicht hier der Fall zu sein. Ja, also es hat sich auch nichts verändert zwischen die zwei Personen, die hier involviert sind. Das heißt, diese Person ist immer noch
involviert mit euch beiden und kann sich nicht entscheiden und ist aber auch nicht bereit, etwas an dieser Situation zu verändern, obwohl die Situation dich verletzt und obwohl diese Person weiß, dass die Situation dich verletzt. Und es könnten natürlich Kinder hier involviert sein. Es könnte aber auch jemand aus deiner Vergangenheit sein. Und wir haben hier The Lovers und hier geht es um die Entscheidung. Ja, ich habe gefragt, was hat sich nicht verändert? Also noch einmal so ganz grob in Zusammenfassung. In dieser Gruppe haben wir definitiv mit einer Dreieckbeziehung zu tun. Du oder dein Gegenüber oder beide seid in einer Partnerschaft und diese Partnerschaft, in dem ihr euch befindet, durch diese Verbindung verbietet ihr euch oder eine von euch beide, verbietet sich quasi oder kontrolliert die Gefühle, weil es eine Verantwortung woanders hat und das hat dann zu Verletzungen in dieser Verbindung geführt. Die achte Schwerte hat viele Bedeutungen. Die achte Schwerte ist für mich auch die Karte, dass man sich beschränkt, dass diese Person oder ihr beide aufgrund von diesen Beschränkungen, aufgrund dessen, dass ihr das Wesentliche nicht ausleben könnt in eurer Verbindung, vielleicht auch dein Gegenüber gewisse Schattenthemen verdrängt oder verklemmt ist, um aus sich selbst rauszukommen, um diese Verbindung total zu leben, aber auch die Gefühle zu kontrollieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr beide müsst eure Gefühle kontrollieren. Und sich kontinuierlich zusammenreißt oder ihr seid auf einen Engpass gestellt. Das hat in der Vergangenheit zumindest mal zu einer Verletzung geführt. Aber mit der Karte Reconciliation und ja, zeigt es mir an, dass beide die Wille dazu haben, sich entweder wieder miteinander zu versöhnen oder aber bereits eine Versöhnung stattgefunden hat. Aber, jetzt kommt das große Aber, und da kommt bei mir so dieses Gefühl, shall I stay or shall I go, dass ich würde sagen, du sollst gehen. Das ist jetzt meine ganz ehrliche Meinung dazu. Ja? Weil wenn ich diese Kombination hier an Karten sehe, sehe ich nicht, dass diese Person vorhat, irgendetwas an dieser Situation zu verändern. Gerade, weil wir den Rat des Schicksals auf dem Kopf haben. Normalerweise nehme ich keine Tarotkarten auf den Kopf, weil ich immer der Meinung bin, dass Tarotkarten schon grundsätzlich genug Negatives haben. Aber ich berücksichtige immer die Schattenthemen. Und die Schattenthema der Rat des Schicksals, der Rat des Schicksals steht dafür, dass man einen karmischen Zyklus beenden sollte. Es steht dafür, dass es die Zeit gekommen ist, etwas zu verändern in seinem Leben, um etwas Schicksalhaftes neu zu starten. Es geht um Wendungen, es geht um einen neuen Kreislauf. Und wenn man sich versöhnt und ein neues Kreislauf miteinander beginnen möchte, muss man natürlich gewisse Verhaltensmuster, wo man davor an den Tag gelegt hat, bereit sein zu verändern. Und das findet aber hier nicht statt. Warum? Weil wir die Karte, der Rat des Schicksals auf dem Kopf hatten, wo natürlich dann bedeutet, dass diese Person diesen Rat, der Schicksal, was mit euch beiden Personen zu tun hat, oder der eine Person, ob du es jetzt bist oder der andere es bist, ist nicht bereit, die Situation zwischen diese zwei anderen Personen zu verändern. Der möchte weiterhin in dieser Situation so bleiben, quasi, wenn du die Geliebte bist, dich als Prinzessin oder als Spaßvertreib behalten und bei der verheirateten Person bleiben. Ja. Was ich nicht sagen würde, dass diese Person keine Gefühle für dich hat, aber ich habe das Gefühl, dass das sind Verpflichtungen Kinder gegenüber da. Und wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, weigert sich diese Person, diese Entscheidung zu treffen. Das ist definitiv etwas, was ich hier sehe, was nicht zu Veränderungen zwischen euch beide führt und vermutlich nach diesen Versöhnung weiterhin zu Verletzungen geführt hat. Dann sehe ich hier nochmal die Karten. Einmal haben wir hier die vierte Scheibe. Die vierte Scheibe ist eine Karte der Ablehnung. Jemand lehnt hier den Kelch ab, den es bekommt.
Ob du das jetzt bist oder dein Gegenüber, bitte, hier müsst ihr mit euch selbst vor Gericht gehen. Ich habe jetzt mehrmals 03, 03, 33, 33 und so weiter und so fort gesehen. Vielleicht ist die Zahl 3 eine wichtige Zahl für dich, weil wir haben auch hier mit einer Dreieckbeziehung zu tun. Und wenn wir in einer Dreieckbeziehung sind, ist für mich in meinen Augen immer eine Person zu viel. Ja. Und ja, man kann eine Weile lang in einer Affäre verweilen, solange es für alle Parteien stimmig ist, aber irgendwann früher oder später führt das zu Komplikationen. Das ist einfach so klar wie das Amen in der Kirche. Ob das jetzt ist durch entstandene Gefühle oder durch gewisse Verhaltensmuster von gewissen Menschen, es ist egal, worum es geht, aber ich sehe hier, dass entweder du oder dein Gegenüber diese neue Chance, die einem geboten wird, mit diesem Kelch, der das Universum dir schenkt, dass diese Person diesen Kelch nicht angenommen hat oder nicht möchte annehmen, weil einfach die gewissen Verpflichtungen auf der anderen Seite vielleicht einfach wichtiger sind. Oder man ist, vielleicht bist auch du beleidigt oder bist dir das überdrüssig, dass diese Person keine Veränderungen in dieser Verbindung bringt. Gegenwärtig sehe ich einfach, dass zwischen euch beide aufgrund von diesen, ja, nur gute Zeiten miteinander zu haben, Friends with Benefit und so weiter und so fort, einer von euch beide in einem Schmollwinkel sitzt, ja, und oder tatsächlich der eine die Chance hat, jetzt hier der Kelch der Liebe entgegenzunehmen und das nicht tut und das führt dann zu Komplikationen. Oder aber du bist diese Situation überdrüssig, weil du einfach keine Lust mehr dazu hast, hier gute Miene zum bösen Spiel zu machen und immer nur für gute Zeiten da zu sein. Aber ich sehe auch mit der dritten Kelche immer so diese, es gibt keinen Wachstumprozess da. Ja? Die dritte Kelche steht immer für Wachstum. Und da passiert kein Wachstum. Da ist einfach alles beim Alten geblieben. Man hat sich zwar versöhnt, aber man bleibt immer noch beim Alten. Ja? Und man sieht ja auch, dass du hier im Rücken von dieser Person bist und der Person einfach dem Frau gegenüber einfach seine Brust zeigt. Das heißt, das findet immer noch diese Dreieckbeziehung auf versteckter Ebene statt, weil hier jemand mehrere Optionen hat oder sich nicht entscheiden möchte oder sich weigert, sich zu entscheiden. Ja. Und dann kommt natürlich dann dazu auch hier, wir haben die liebende Karte ja da gehabt, wir haben hier die Co-Abhängigkeit, die Obsession. Ja. Entweder steht diese Person in eine Co-Abhängigkeit oder die Person ist in eine co-abhängige Verbindung drin, egal ob jetzt er, sie oder beide co-abhängig voneinander sind. Gleichzeitig hat es aber auch mit Verstrickungen, mit Machtmissbräuchen und Lüsterleien zu tun. Und hier weigert sich jemand einfach, diese Schattenthemen genau anzuschauen. Warum? Weil ich sehe hier die zwei Orakelkarten, die mir einfach sagen, dass diese Verbindung sehr instabil ist. Das heißt, diese Verbindung führt zu keiner Stabilität, weil diese Person nicht bereit ist, in dieser Reifeprozess anzugehen. Ja, man verhält sich hier nicht erwachsen, nicht professionell, nicht... Diese Person scheint für mich eigentlich keine Stabilität in dieser Verbindung zu bringen und führt sich auch relativ unreif auf. Das heißt, diese Person ist noch nicht bereit für diese Liebe, die du diese Person anbieten möchtest, ja. Oder du bist nicht bereit für diese Liebe, die diese Person dir anbieten möchte. Also hier bitte vice versa, immer schauen, wo ihr steckt. Das zumindest mal die Situation, in der ihr euch befindet. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, was sagt das Universum zu dieser Verbindung. Spirit, aus deiner Sicht, was ist die Dynamik in dieser Verbindung? Wow, Betrug. Ja. Vertraue dieser Teil deiner Reise. Verstehe, dass durch Schmerz dir das und den anderen beibringt, tiefer zu lieben. Ja, also was ich hier sehe, ist auf jeden Fall die erste Karte ist Betrug. Ja, also durch Betrug oder durch das, dass man betrogen wird, egal in welcher Form auch immer, ob man betrogen wird, indem man jemandem vertraut und diese Person dir diese Liebe nicht erwidert oder das Vertrauen missbraucht oder wie auch immer, ob das jetzt du der verheiratete Person bist und dein Gegenüber dich betrügt oder umgekehrt, es ist egal.
Betrug findet schon bereits in meinen Augen im Kopf statt. Da muss nicht einfach ein physischer Betrug, zwangsläufig ein Betrug sein. Für mich ist, sobald ich anfange, an jemand anderen zu denken in meine Partnerschaft oder Sehnsucht nach jemand anderen zu haben, ist das für mich schon eine Form von Betrug. Aber jeder denkt ein bisschen anders darüber. Ja? Und ich sehe hier, dass das Universum bewusst und absichtlich hier interveniert, weil anscheinend hier eine karmische Lektion zu lernen gibt, die mit euch beiden zu tun hat. Und eben wie gesagt, durch Schmerz lernt man zu wachsen. Ja? Und was ich hier auch sehe, ist, dass jemand hier nicht seine wahren Gefühle Ausdruck verleiht. Und wir haben ja mit der 8 der Schwerter gesehen, dass du mit jemandem zu tun hast, der seine Gefühle oder ihre Gefühle nicht Ausdruck verleiht aufgrund dessen, dass man Verpflichtungen woanders hat und sich diese Liebe zwischen euch beide verbietet, was nicht heißt, dass diese Liebe nicht da ist, aber es wird verboten. Wir werden dann die Gedanken und die Gefühle deines Gegenübers nochmal genauer anschauen und dann werde ich anhand von der Endkarten hoffentlich wissen, ob das überhaupt eine Zukunft hat und ob du da warten sollst oder ob ich dir sagen würde, also gegenwärtig zumindest. Klar, es kann in ein halbes Jahr anders aussehen, aber gegenwärtig scheint es nicht so zu sein, dass diese Person vorhat, etwas an dieser Situation zu verändern. Das ist das, was ich gegenwärtig sehe in den Karten. Und da würde ich dir als verantwortungsvolle Reader sagen, nein, nicht warten, weil es ist deine kostbare Zeit, die du verschwendest, indem du auf jemanden wartest, der nicht vorhat, etwas an der Situation zu verändern. Was ich hier sehe, egal ob Gefühle da sind oder nicht, was nützt mir, wenn du Gefühle für mich hast, wenn du nicht vorhast, an deiner Situation was zu ändern? Ich werde nicht ewig die Zweite sein. Ich werde mich nicht ewig anpassen der Situation. Und ich werde nicht ewig immer nur zum Abruf bereitstehen. Das sollte eigentlich bei dir so sein, weil das hat auch mit Selbstwert zu tun. Okay, dann lasst uns mal einen Blick darauf werfen. Wie sieht diese Person die Verbindung mit dir? Spirit, bitte zeig mir, wie sieht diese Person die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien all denen, die sich mit Gruppe 1 verbunden haben, mit meiner Zuschauer, Zuschauer oder in eine Verbindung mit meiner Gruppe 1 sind, mit der Bitte darum, mir zu zeigen, wie siehst du diese Verbindung zwischen dir und meiner Zuschauer, Zuschauerin? Ja, ich möchte dir etwas anbieten oder du bittest dich diesen Person an. Je nachdem, was als nächstes kommt. Wie siehst du diese Verbindung? Ah, ich glaube, dass dein Gegenüber dich beobachtet, um zu schauen, ist ein bisschen verunsichert. Moment, ich hole erstmal alle Karten raus, weil die Karten verändern sich gerade jetzt ein bisschen. Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Wie siehst du diese Verbindung? Oh, zwischen euch beiden. Ich guck mal, mein Gott, das sind viel zu viele Karten. Das ist auch, passt auch zu dieser 7. Kelche-Energie, die ich vorhin gesehen habe, diese Verwirrungen und Verstrickungen. Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Okay, ist eine Karte noch rausgeflogen. Ja, wir haben hier die Familie. Das kann natürlich aber auch einige andere Dinge bedeuten. Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Wie siehst du die Verbindung mit meinen Zuschauern, Zuschauern? Es fliegen viel zu viele Karten raus. Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin zum letzten Mal? Okay, es ist eine Kommunikation. Okay. Ich brauche ein paar Klärungskarten. Spirit, warum ist die Spying-Karte da? Warum ist diese Spying-Karte? Auf was bezieht sich diese Spying-Karte? Das irritiert mich, das mit der Familie ein bisschen. Mysterious, nein, das hat mit der Familie... Ja, doch. Warum ist das Spying Card hier? Kläre für mich das Spying Card, bitte. Destruction.
Warum ist Destruction da? Warum Destruction? Warum Destruction? Okay, es ergibt langsam einen Sinn. Gut, dann hat dieses Spying nicht mit der Familie zu tun, sondern mit dir zu tun. Gut. Also, ich habe so das Gefühl, dass gegenwärtig zwischen euch beiden ein bisschen dicke Luft herrscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr gar keinen Kontakt habt oder was auch immer es ist. Diese Person ist leicht verunsichert über die Dynamik in eurer Verbindung. Ich weiß nicht, ob Kommunikation stattfindet hier über das oder keine stattfindet hier über die Familie. Ja. Also was ich hier sehe, the clouded bedeutet für mich, dass jemand hier die Dinge unübersichtlich, undurchschaubar sind in dieser Situation. Ich habe gefragt, wie sieht diese Person die Verbindung mit dir? Ja. Und ich sehe einfach, die Karte Offer bedeutet einfach für mich in der ersten Linie, ich habe hier ein Angebot, dem mir gemacht wird, was zu der vierte Kelche passt. Ja, das Universum bringt mir eine Möglichkeit und bietet mir etwas. Aber ich bin aufgrund dessen, dass ich in einer Familie habe, aufgrund dessen, dass ich vergeben bin oder in einer Beziehung bin, ist diese ganze Geschichte für mich unüberschaubar. Es ist, diese ganze Familiengeschichte macht die Sache für mich nicht überschaubar. Ich habe den Kopf im Nebel, ich sehe momentan nicht genau, was Sache ist. Ich glaube aber, dass jemand hier sich in Lügengeschichten verstrickt, weil ich habe jetzt wegen Clouded und Web of Lies, wegen, was ist da verwirrend, und das ist eben diese Verstrickungen, Lügen und Verstrickungen und Energiereinigung. Okay, also Gruppe 1, ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, dass dein Gegenüber dich beobachtet, weil die Situation zwischen euch beide etwas unübersichtbar ist aufgrund dieser familiären Situation bei dieser Person. Ich glaube auch, dass es nicht wirklich Kommunikation zwischen euch beide stattfindet. Spirit, kläre für mich bitte die Kommunikationskarte. Kläre bitte für mich die Kommunikationskarte. Kläre bitte für mich die Kommunikationskarte. Kläre bitte für mich die Kommunikationskarte, Spirit. Get away, dead breakfast. Ja. Ja, also die Kommunikationskarte kommt mit Get away. Ja. Bed and Breakfast, Tod und Frühstück. Das spricht schon für sich. Also Gruppe 1. Also, was ich hier sehe ist, ich glaube nicht, dass dein Gegenüber für dich keine Gefühle hat, aber ich sehe, dass dein Gegenüber nicht bereit ist, irgendetwas in seiner Situation zu verändern. Was dazu führt, dass entweder du dein Angebot zurückgezogen hast oder du nicht mehr so zur Verfügung stehst, wie du vorher gestanden bist, und das verwirrt dein Gegenüber und verursacht dadurch auch, vielleicht auch wenn es zwischen euch beide keine klare Kommunikation über die Situation entstanden ist, für einige von euch kann es sogar auch sein, dass dein Gegenüber überhaupt nicht weiß, was du für Gefühle für diese Person hast. Warum? Weil wir haben hier die Karte als mysteriös. Ich habe die Karte Spying geklärt. Spying bedeutet, er beobachtet dich, ja. Weil du für diese Person ein Mysterium bist. Vielleicht, weil du nicht so ganz deine Gefühle zeigst, vielleicht, weil du einfach nicht einer bist, wo ihm hinterherläuft oder ihr hinterherläuft oder eher so bedeckt bist. Du erzählst nur das Oberflächliche über dein Leben oder zeigst nur das Oberflächliche über dein Leben, wenn du jetzt in Social Media bist. Wir sehen ja, dass eine Distanz zwischen euch beide ist, also kann es gut sein, dass ihr nicht beieinander wohnt, deswegen kann man auch nicht sehen, genau. Du tust von deinem Privatleben nur das Notwendigste zeigen oder nur das, was du das Gefühl hast, zeigen zu müssen und nicht mehr. Und das verwirrt dein Gegenüber. Vielleicht bist du auch ein bisschen geheimnisvoll, was deine Gefühle anbelangt, ja. Und verwirrst dadurch dein Gegenüber, und dein Gegenüber beobachtet dich, wird aus dir nicht so hundertprozentig schlau.
Und wir haben die Destruction und the Freedom. Ja? Und beobachten, Destruction und the Freedom ist für mich so eine Energie, dass dein Gegenüber dich beobachtet und vielleicht, was es sieht, dein Gegenüber sehr verwirrt, irritiert. Ja? Je nachdem, was du halt postest oder je nachdem, was über dich zeigst und was du nicht über dich zeigst, kann sehr verwirrend für dein Gegenüber sein. Ja? Und deswegen beobachtet dein Gegenüber. Es kann aber auch möglich sein, dass dein Gegenüber gegenwärtig aufgrund dessen, dass da momentan die Dinge sich nicht geändert haben und du vielleicht ein Angebot zurückgezogen hast, verwirrt ist über, wie du dich jetzt gegenwärtig verhältst, weil du dich sehr mysterisch, also du redest nicht über deine Gefühle, weil wir haben die Kommunikationskarte hier, ja, du redest nicht darüber, was Sache ist, du erzählst nicht, vielleicht hast du auch dein Verhalten diesem Person gegenüber verändert, ja, weil wir haben hier the date and breakfast, nicht bed and breakfast, sondern date and breakfast, ja, Tod und Frühstück, nicht Bett und Frühstück. So, das heißt, dass irgendetwas zwischen euch beide, gerade wenn ich Kommunikation nehme, ist nicht mehr so, wie es vorher war. Die Kommunikation ist nicht mehr so, wie es vorher war, ja. Und ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber denkt, dass du dich befreist von dieser Person oder dass du das Bedürfnis danach hast, weiterzuziehen und dich zu befreien von dieser Verbindung zwischen euch beide. Und das verwirrt dieser Person, ja. Oder vielleicht denkt doch dein Gegenüber, ich hab zu viel kaputt gemacht oder ich mache kaputt, alles kaputt, aufgrund dessen, dass ich keine Bereitschaft erkläre, keine Bereitschaft zeige, diese Verbindung zu lösen. Jeder von euch wird eine andere Geschichte haben. Bitte pickt für dich das raus, was für dich stimmig ist. Und ich sehe hier, ich habe ja noch gefragt, was hat es da mit der Familie und mit der Energy Clearing und natürlich auch mit diesem Claudit, mit diesen Verwirrungen zu tun. Warum ist dein Gegenüber verwirrt? Und das hat einfach damit zu tun, dass dein Gegenüber sich verstrickt immer mehr in ein Netz aus Lügen. Und das führt natürlich dazu, dass man eine energetische Stau bekommt, wo einem dazu zwingt, die Situation zu bereinigen. Und ich glaube, es hat mit dir zu tun. Ja? Die Situation zwischen euch ist momentan irgendwie aufgrund dessen, wo dein Gegenüber zwar wieder zu dir zurückgekommen ist und ihr euch versöhnt habt, aber einfach weiterhin keine Bereitschaft zeigt, etwas an der Situation zu ändern, ziemlich verändert worden. Das heißt, am Anfang hat man sich gefreut, man wollte wieder zusammenkommen und dann stellt man fest, ey, Moment mal, ich habe mich weiterentwickelt, du nicht, falls jemand aus deiner Vergangenheit ist, oder aber man hat sich wieder versöhnt und stellt fest, dass der andere nicht vorhat, überhaupt irgendetwas an der Situation zu verändern, sondern einfach dort weitermacht wie bevor. Und das hat bei dir dazu geführt, dass du dich zurückgezogen hast, weil du dich betrogen fühlst, ja, weil es dich verletzt hat. Und jetzt bist du so im Rückzug und verhältst dich mysteriös dem Gegenüber, dem anderen Gegenüber, und das verunsichert dein Gegenüber und gibt dein Gegenüber das Gefühl, weil die Kommunikation zwischen euch beiden nicht mehr so läuft wie vorher, dass du dich befreien möchtest. Und vielleicht hat sich auch dein Gegenüber in irgendwelche Netze der Lügen verstrickt, wo jetzt so eine Energiereinigung auffordert. Und gerade jetzt natürlich mit der ganzen Konstellation, mit Authentizität, ja, kann das sehr verwirrend sein. Und ich glaube, zwischen euch beide herrscht momentan dicke Luft, aufgrund von entweder Lügennetze, die man aufgebaut hat, oder aufgrund dessen, dass man nicht wahrheitgemäß über diese Verbindung oder über die Familie redet. Und das führt zu einer dicken Luft, die dann natürlich dazu fordern wird, irgendwann einmal die Energie zu reinigen. Und ich habe das Gefühl, dass du die Energie reinigst, indem du dich zurückziehst und sagst, weißt du was, ich ziehe erstmal weiter, ich schaue erstmal für mich selbst. Und dein Gegenüber spürt das und sieht, dass du weggehen möchtest. Das ist das, wie dein Gegenüber diese Verbindung sieht. Ja. Was ist die Essenz dieser Verbindung, Spirit? Hat diese Verbindung überhaupt einen Sinn? Soll meine Zuschauer, Zuschauerin auf diese Person warten? Wird sich irgendetwas verändern? Oder soll meine Zuschauer, Zuschauerin gehen? Was ist dein Ratschlag, Spirit? Soll meine Zuschauer, Zuschauerin in dieser Verbindung bleiben oder soll diese weiterziehen? Der Tod, der falsche Ego. Dann haben wir hier eine geheimnisvolle Verehrer.
Missverständnisse. Bitte zeig mir, soll meine Zuschauer, in dieser Verbindung bleiben oder soll er weitergehen? Should you stay or should you go? Grief and sadness, divine. Gruppe 1. Was soll ich dir dazu sagen? Wir haben der Tod, der falsche Ego, der heimliche Verehrer, Missverständnisse, eine göttliche Intervention, die diese Situation gerade blockiert, und wir haben Trauer und Schmerz. Ich habe das Gefühl, dass das Universum dir gerade sagen möchte, auch wenn dein Gegenüber dich heimlich verehrt, solange dieser Ego nicht gestorben ist, in dem sich diese Person befindet, wird es nach wie vor kontinuierlich Missverständnisse zwischen euch beide gehen. Und das wird natürlich dazu führen, dass das Universum immer und immer wieder euch Steine in den Weg legen muss, bis da Wachstumsprozess stattfindet. Und das wird immer und immer wieder zu Trauer und Verletzungen führen. Was für mich einfach gegenwärtig zumindest heißen würde, geh. Nicht stehen bleiben, nicht warten, sondern geh. Weil hier jemand erstmal das Ego-Tod durchleben muss. Und das gilt nicht nur für dein Gegenüber, es gilt auch für dich. Ja? Gerade wenn man etwas besitzen möchte oder wenn man gerade den anderen nicht den freien Raum geben kann, um für sich selbst frei Entscheidungen zu treffen, ist man natürlich schon von Ego sehr stark geblendet. Und ich sage einfach allein schon über die Tatsache hinweg, dass so eine Dreieckbeziehung mit Sicherheit auf alle Ebenen das Ego antriggert, steckt da ganz sicher eine Lektion dahinter, die hier gelernt werden sollte. Warum seid ihr zwei einander begegnet? Was ist eure Aufgabe? Was ist eure gemeinsame Aufgabe? Vielleicht kann ich da ein kleines bisschen dir mehr helfen in diesem Bezug, aber ich befürchte, am Endeffekt würde ich jetzt zumindest mal aus der jetzigen Sicht heraus, weil dein Gegenüber sich weigert, etwas zu verändern, sagen, dass das Universum diese Beziehung blockiert und dir sagt, solange das Ego nicht gestorben ist, solange wird diese Verbindung nur zu Trauer und Schmerz führen, und deswegen würde ich mal sagen, you should go. Bitte nicht der Messenger erschießen, ich bin nur der überbringende Botschafter. Ich tue nicht gerne negative Nachrichten bringen, aber ich bin auch nicht einer, wo Honig dir ums Mund schmiert. Ja, und ich, auch diejenigen, die bei mir Liebesreading bestellen, die wissen, dass ich es zwar versuche, in liebevolle Energien zu verpacken, was ich dir sage, aber ich werde mit Sicherheit dir nicht etwas erzählen, dass du gerne hören möchtest, wenn ich etwas anders sehe. Und in dieser Verbindung sehe ich gegenwärtig zumindest mal, dass dein Gegenüber da noch nicht so weit ist. Ja, ja, der Seelenvertrag zwischen euch beide ist, dass diese Person in deinem Leben gekommen ist oder du im Leben dieser Person gekommen ist, um den tiefsten Bereich von euch beiden zu berühren. Deswegen ist auch diese immense Anziehungskraft zwischen euch beide da. Ihr triggert Verletzungen und die tiefsten unterdrückten Traumas aus euch beiden heraus. Ihr berührt einander so tief, dass es zu quasi Erwachen und Transformation führt, wenn man natürlich dazu auch bereit ist, das zu tun. Ja. Was ist der Seelenvertrag zwischen diesen beiden Seelenspirit? Ja, Extraction, ja. Extrahierung. Ich werde unangenehme Dinge aus dir rausholen. Ja, das ist das Zahnziehen. Ja, ich ziehe deinen Zahn. Ich ziehe all das aus dir raus, was dir wehtut. Das heißt, ich werde ein sehr unangenehmer Partner werden und werde aus dir die Dinge rausziehen, die dir tief in dir drinnen sitzen, die du dich weigerst anzuschauen. Ja, und wir haben leider Gottes der Backstabber.
I will shock you beyond beliefs. Ich werde dich schocken. Also das ist ja auch diese Energie. Ich fühle mich extrem zu dir hingezogen. Ich habe das Gefühl, wir sind Seelenpartner und trotzdem stichst du mit dem Messer in den Rücken. Ja? Und ich werde dir lernen, für dich selbst gerade zu stehen und gesunde Grenzen zu setzen. Das ist euer Seelenvertrag. Ja? Und je nachdem wird der eine bei dem anderen das mit Sicherheit tun. Ja? I will suck the life out of you. Ja? Das ist eine parasitäre Energie. Das Energie von der Energievampir ist bei mir auch reingekommen. Bitte denkt immer dran, nicht jedes Thema trifft auf dich zu. Jede Gruppe hier hat sein eigenes Thema, deswegen pick bitte für dich deine Gruppe raus. Das bedeutet nicht, dass wenn du diese Karte gezogen hast, ich hole unangenehme Dinge aus dir raus, dass es gleichzeitig auch bedeutet, dass ich dafür muss dir in den Rücken stechen. Es kann aber auch sein, dass du mit jemandem zu tun hast, der dich im Stich lässt, der dich betrügt, der dich zutiefst verletzt, obwohl du nie das von der Person gedacht hättest, ja, und dich dazu zwingt quasi dadurch, für dich selbst gerade zu stehen und deine Selbstwertgefühle zu arbeiten und zu lernen, dich nicht energetisch aussaugen zu lassen. Besonders wenn du jetzt ein Empath bist und ein Geber bist und du mit jemandem zu tun hast, der ein Nehmer ist, ja. Diese Nehmer, die fühlen sich so lange wohl, solange sie von deiner Energie saugen können und dann sind sie gefüttert eine Weile lang und dann kommen sie wieder, wenn sie leer sind und saugen dich wieder die Lebenskräfte raus, ja. Projector, I will blame you when the problem is me, ja. Ich werde dich verurteilen, wenn das Problem ich bin, ja. Das kann natürlich auch dieser Triggerpunkt sein. Du bist schuld daran, dass ich mich so fühle, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich derjenige bin, der diese Scheiße gebaut hat. Das sind so diese Energien, die ich jetzt hier sehe. Puh. Was soll ich dir sagen, Gruppe 1? Also für mich persönlich, also als Readerin, als spirituelle Heilerin, als ein Twin Flame Begleiterin und selbst eine, würde ich sagen, sowieso nicht stehen bleiben. Ja? Ich sage immer, wenn du stehen bleibst, dann bleibt der andere auch stehen. Deswegen, ob du gehen sollst, gegenwärtig, ja. Ob du bleiben sollst, nein. Nicht in dieser Kombination, was ich hier sehe. Lass uns mal schauen. Was sind die Gefühle dieser Person für dich? Was sind die wahren Gefühle dieser Person für dich? Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien, all denen, die hierhin gerufen wurden, durch meine Gruppe 1 und möchte gerne von dir wissen, was passiert auf der Gefühlsebene mit dir, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Was passiert auf der Gefühlsebene mit dir, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Sorry, ich habe sie jetzt mal angeschaut, aber es sind zu viele Karten. Was geht in deine Gefühle vor sich, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Gefühlswirrwarr kommt ein bisschen da rein. Ja, was auf der Gefühlsebene passiert, ist, dass wenn ihr zwei zusammen seid, hat diese Person das Gefühl, seine Kraft zurückzubekommen, was leider Gottes dazu neigt, ein Energievampir zu sein. Es tut mir sehr, sehr leid, dir das jetzt sagen zu müssen, aber für einige von euch habt ihr definitiv mit Menschen zu tun, also mit jemandem zu tun, dass wenn du da bist, dass die Person das Gefühl hat, wieder stärker zurückzugewinnen, indem es natürlich deine Kraft ansaugt, ja. Ich habe auch hier veränderte Gesichter. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass du hier mit jemandem zu tun hast, der wirklich authentisch und echt ist. Ja. Ich nehme noch andere Karten. Was geht in deinen Gefühlen vor sich, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Ja, wir sehen hier einfach mal gegenwärtig, dass es keinen Kontakt zwischen euch beide stattfindet oder aber diese Person darüber nachdenkt, den Kontakt, wenn es abgebrochen ist, wieder aufzubauen oder aber
vielleicht einfach den Kontakt wieder abzubrechen, je nachdem, wo ihr gerade steht, ja. Was geht in deine Gefühlswelt vor sich, wenn du an meine Zuschauer, Zuschauerin denkst? Breaking Cycles. Dein Gegenüber steckt fest und kann der Zyklus, in dem es steckt, nicht durchbrechen. Und vielleicht ist das der Grund, warum der darüber nachdenkt. Das hat sowieso keinen Sinn, ich schaffe das eh nicht, dann ist es besser, ich breche den Kontakt ab. Ja. Und wir haben hier, dass dein Gegenüber gerade eben diese Entscheidung am Treffen ist, auf der Gefühlsebene. Ja. Weil die Situation toxisch geworden ist zwischen euch beide oder ist gerade dabei, toxisch zu werden, je nachdem, wo ihr seid. Ja. Also, ich sage jetzt einfach mal so, nicht alle Gruppen sind die gleichen. Ja, bei der einen Gruppe von euch kann ich mir gut vorstellen, dass du mit einem Energievampir zu tun hast, der das, was es bei dir bekommt, woanders nicht kriegt. Und da kommt er immer und immer wieder, um es sich zu holen, aber danach verschwindet das wieder von der Bildfläche. Und dass solange er oder sie etwas von dir will, dann ist das Gesicht quasi schön und danach verändert sich die Fassade, ja, dann ist man plötzlich nicht mehr interessiert und das ist eben dieser Reiter der Stäbe-Energie ein bisschen, ja. Für die andere von euch sehe ich einfach, dass diese Person in einer Situation festgefahren ist, die ihn oder ihr unmöglich macht, diesen Zyklus, in dem es steckt, aus diesem Zyklus rauszukommen und deswegen meldet sich diese Person momentan nicht bei dir. Oder denk darüber nach, die Verbindung mit dir zu kappen, weil es merkt, ich komme aus diesem Zyklus, in dem ich stecke, nicht raus. Und für die dritte von euch könnte es möglich sein, dass es eine toxische Verbindung geworden ist und man ist jetzt gerade dabei, entweder eine Entscheidung zu treffen, diese toxische Verbindung, quasi diese Toxizität in der Verbindung zu ändern oder aber dieses toxisches Verhalten zu verändern. Positiv oder negativ sei dahingestellt, ja. Weil ich habe hier die Karte von der Transformation, ja, und der Transformation bedeutet einfach, ich muss hier eine Entscheidung treffen, irgendetwas, was toxisch geworden ist, zu verändern, ja, zu transformieren und zwar in Zukunft, ja. Gruppe 1, ich tue mir echt schwer, dir zu sagen, was du hier machen sollst, ja. Should I stay or should I go? Ich würde jetzt mal sagen, Gruppe 1, ich ziehe jetzt eine Karte aus der Queen Map und wir übergeben es dem Universum, dir zu sagen, ob du bleiben sollst oder ob du gehen sollst. Spirit, ich verbinde mich mit dir und ich bitte dich darum, jetzt bitte mir die Botschaft zu übermitteln, wenn es nach deinem Blick auf diese Verbindung geht, wenn es von deiner Warte, deinem Blick auf diese Verbindung gehen würde, was rätst du meine Zuschauer, Zuschauerin? Soll meine Zuschauer, Zuschauerin bleiben oder soll meine Zuschauer, Zuschauerin gehen? Was ist dein Ratschlag an meine Zuschauer, Zuschauerin? Should I stay in this relationship or should I go? Soll ich in dieser Verbindung bleiben oder soll ich gehen? Uff, viel zu viele Karten, Spirit. Das wäre lieb, wenn du mir nur eine geben würdest. Soll dieser meine Zuschauer, Zuschauerinnen in dieser Verbindung bleiben oder sonst. Okay. Wir haben jetzt die eine Karte. Her Pool Fire. Was? Her Pale Fire. Das ist die Karte Nummer 39. Das ist die 12-3. Wieder mal die Nummer 3. Und die Nummer 3 steht für Dreifaltigkeit. Ja, es steht dafür, dass der Geist, Seele und Körper muss im Gleichgewicht sein, damit man glücklich ist, damit man in einer Verbindung ausgeglichen ist. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja.
weil du sehr viele Dreier hier hast. Wir schauen jetzt noch, was die Botschaft hier ist. Ich muss die Karten erst auf Englisch lesen und dann auf Deutsch übersetzen. Rest, relax and receive. Entspanne dich, zieh dich zurück und empfange. Wenn du nach einer Antwort suchst zu deiner Frage, was du tun sollst, hör auf zu denken. Entspanne dich an dieser Stelle. Finde eine geistreiche Gegenwart in der Stille. Und dann, wenn die Zeit richtig ist, die Antwort wird zu dir kommen. Und du wirst wissen, was zu tun ist. Nicht nur in deinem Geist, sondern in deine gesamte Körper und in deine gesamte Seele. Das ist das, was ich mit der 3 gesagt habe. Wenn dein Kopf dir etwas sagt und dein Herz dir das mitbestätigt und deine Seele auch Ja sagt, dann ist das die Entscheidung, die du treffen solltest. Wenn dein Kopf das sagt, dein Herz das sagt und dein Geist was anderes sagt und dein Körper was anderes sagt, dann bist du überall nur nicht dort, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Solange du gegenwärtig in einer Situation bist, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass deine Gefühle nicht erwidert werden und du kontinuierlich das Gefühl hast, im Kopf die Gedanken hast, nicht respektiert zu werden und dein Körper dir signalisiert, immer müde zu sein und kaputt zu sein und traurig zu sein, dann ist das natürlich eine Botschaft zu gehen. Ja? Wenn du aber die Aufmerksamkeit, die du brauchst, nicht bekommst, weil du mit deinen eigenen Themen beschäftigt bist und erwartest von dem anderen, dass er das Problem für dich löst, dann würde ich einfach sagen, ist es wichtig für dich zu gehen, um erstmal deine eigenen Wunden für dich zu heilen, bevor du die projizierst auf dein Gegenüber. Aber da ich ja gesehen habe, dass dein Gegenüber, je nachdem, in was für einer Situation der sich befindet, eigentlich der ist, der keine Entscheidungen trifft, würde ich sagen, gegenwärtig sagt das Universum, trifft keine Entscheidung aus dem Ungleichgewicht heraus, sondern geh in die Stille und schau genau hin, was deine Geist, was deine Körper und was deine Seele dir sagen. Und hör auf, etwas hinterher zu laufen, weil wenn du versuchst, eine Katze zu fangen, wirst du es nie erwischen. Aber wenn du ganz ruhig sitzen bleibst und dich entspannst, wird die Katze auf deinem Schoß von alleine springen und dankbar sein, dass du sie streichelst. Also hör auf, etwas hinterher zu laufen. Also wenn du mich fragst, Gruppe 1, sagt mir diese Karte, du sollst gehen, vorläufig. Und nicht etwas hinterherlaufen, das nicht zu dir kommen möchte. Bleib bei dir, entspann dich, kümmere dich um deine Angelegenheiten, lauf nicht jemanden hinterher, der dir das, was dir zusteht, nicht bereitwillig bereit ist zu geben. Das ist das, was ich sage. Also auf deine Frage hin, shall I stay or shall I go? Gegenwärtig würde ich sagen, du sollst gehen. Oder zumindest mal dich zurückzuziehen und nicht hinterherjagen. Das wäre mein Ratschlag an dich. Ich werde jetzt aber noch eine Karte vom Universum für dich ziehen, zum Abschluss dieses Readings. Ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und rufe Spirit in diesen Raum mit der Bitte und deiner Botschaft an. Gruppe 1 zum Abschluss dieses Readings. Was darf ich der Gruppe 1 als Botschaft übergeben? Okay. If you didn't get something you really wanted at this time, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plans, know that something bigger and better is coming. It's something filled with divine magic that couldn't come into your life if you were to receive what you are asking for now. Meine liebe Gruppe 1, die Botschaft ist, wenn du das, was du wirklich wolltest, gerade nicht bekommst, wenn du dich
irgendwo festgefahren fühlst oder das Gefühl hast, dass die Dinge nicht nach Plan laufen, wisse, dass etwas Größeres und Besseres auf dem Weg zu dir ist. Es ist etwas, womit göttliche Magie gefüllt ist, das nicht in deinem Leben kommen könnte, wenn du das bekommen hättest, was du jetzt wolltest. Also ist die Botschaft vom Universum, lass das bitte gehen, weil etwas Besseres kommt. Es tut mir leid, Gruppe 1, ich hätte dir gerne eine bessere Botschaft gegeben, aber es hat sich kristallisiert, dass das so lange, gerade von Anfang an, wo ich gesehen habe, mit dem Rad des Schicksals auf dem Kopf, war mir schon klar, dass die Antwort ein Nein ist. Aber ich bin eine, ich möchte gerne so lange klären, bis ich vielleicht irgendetwas Positives finde. Aber es hat nichts damit zu tun, dass dieser Mensch für dich keine Gefühle hat. Es hat einfach damit zu tun, dass dieser Mensch nicht bereit ist, etwas zu opfern. Und deswegen sagt das Universum, wenn du stehen bleibst, verlierst du die Gelegenheit, etwas viel Besseres, der auf dem Weg zu dir ist, zu bekommen. Und wenn du das bekommen hättest, was du jetzt willst, würdest du das Tolle, das um die Ecke steht und auf dich wartet, nicht kriegen. Deswegen, ja, du sollst gehen. Es tut mir leid. Gruppe 1. Fühle dich aus der Mitte meines Herzens ganz liebevoll umarmt und geliebt. Und wenn jetzt Tränen fließen, lass sie fließen, weil es ist heilsam. Und es befreit einen. Und ich kann so nachvollziehen, wie es dir geht. Und ich weiß, dass es weh tut, aber ich weiß auch, dass Schmerz dir bei der Selbstliebe eine immense unterstützende Hilfe ist. Und ich bin immer der Meinung, du verdienst, auf die Hände getragen zu werden und geliebt zu werden. Und wenn du das von deinem Gegenüber nicht bekommst in dieser Form, wie es dir zusteht, dann ist das Geben und Nehmen nicht in Gleichgewicht und dann solltest du dich genug lieben, um dich so einer Situation nicht auszusetzen. Gruppe 1, ich liebe dich, hinterlasse uns einen Kommentar, lass uns wissen aus deiner Community, wie es dir geht und lass dich von uns tragen. Namaste, mein Schatz. Hallo meine liebe Seelensterne der Gruppe 2, herzlich willkommen zu deiner Reading. Shall I stay or shall I go? Gruppe 2, ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und rufe all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit und bitte darum, dass mein Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien der Gruppe 1 gereinigt wird und mit den Energien der allerhöchsten göttlichen Licht und allerhöchsten göttlichen Liebe geladen wird. So mögen meine Worte, Gedanken und Gefühle heute hier göttlich geführt sein, durch dich, Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein. Aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, aus der Quelle allem Sein, rufe ich alle Seelen der Gruppe 2 in diesen Raum und natürlich all die Personen, die die Gruppe 2 in diesem Reading natürlich ansteuern als Person, ob es sich rendiert, in dieser Verbindung zu bleiben oder weiterzuziehen. Und bitte darum, dass mir jetzt die gegenwärtige Situation der Gruppe 2 gezeigt wird. Gruppe 2, bei dir arbeite ich mit der The Dark Romance Oracle Karten. Zeig mir bitte die gegenwärtige Situation in dieser Verbindung zwischen der Gruppe 2 und dieser Person. Was ist das für eine Verbindung, in der sich die Gruppe 2 befindet? Okay, das ist eine Verbindung, dass die Zukunft unsicher ist. Zeig mir bitte, in was für eine Verbindung steckt die Gruppe 2 Spirit. Was ist die Dynamik in dieser Verbindung? Dead and Breakfast, Getaway, Shadow Work, wow. Soulmate, Was ist die Situation in dieser Verbindung? Passion.
Ich möchte noch mit anderen Karten arbeiten. Spirit, bitte zeig mir, was ist die Situation in dieser Verbindung zwischen Gruppe 1, 2 und dieser Seelen? Partner oder diese Person, um die es sich hier geht. Okay, wir haben Reconciliation. Love and Devotion. Help is on the way. Okay, Gruppe 2. Also. Ich möchte da noch mit dieser Karte kurz reinkommen. Spirit. Okay, wir haben Cloud Vision, Clouded Vision. Was ist die Situation in dieser Verbindung? Was ist die Situation in dieser Verbindung? Zwei, bei dir bin ich so ein bisschen unsicher. Ich muss da mal mit Tarotkarten ein bisschen klären. Also ich sehe jetzt mal die Verbindung als, also die Geschichte der Verbindung zumindest, in dem du dich befindest, damit du weißt, ob das überhaupt deine Reading ist. Ja. Ich sehe hier, dass der Zukunft dieser Verbindung gegenwärtig unklar ist. Weil ihr beide momentan an einem toten Punkt angelangt seid, wo beide aufgefordert werden, jetzt Schattenarbeit zu leisten, entweder in Bezug auf irgendwelche Beziehungsthemen allgemein in eurem Leben oder es geht um Schattenarbeit, tatsächlich durch diesen Seelenvertrag zwischen euch beide angetriggert wird und dass es von euch sehr viel Geduld fordert. Aber was ich hier sehe, ist, die nächsten drei Karten, die kamen, waren die Karte, dass der Wunsch nach Wiederversöhnung auf jeden Fall da ist, weil Liebe und Zuneigung sehr stark zwischen euch beide ist und aber auch Hilfe auf dem Weg schon bereits zu euch ist. Das heißt, von der geistigen Welt her gesehen, scheint diese Verbindung unterstützt zu werden. Aber ich habe hier the clouded vision, recognize and discuss red flags or areas of concern. Ja, ich habe so das Gefühl, dass es hier momentan ganz dringend notwendig ist, dass man rote Flaggen wie aber auch Kommunikation und Sorgen in gewisse Bereiche dieser Verbindung wahrgenommen und ausdiskutiert werden müssen in dieser Verbindung. Das heißt, gegenwärtig herrscht hier einige Missverständnisse, die aber aus dem Weg geräumt werden könnten, wenn man die rote Flaggen erkennen würde und das ausdiskutieren würde. Warum? Weil ich glaube, dass das eigentlich schon eine Verbindung ist, die göttlich geführt ist. Das zumindest mal zu der Situation der Gruppe 2. Wenn du das Gefühl hast, dass das nicht deine Gruppe ist, dann solltest du dir bitte eine andere Gruppe aussuchen. Ich möchte aber trotzdem noch, bevor ich jetzt diese Karten da, diese obere Karten, möchte ich ein paar Dinge klären, damit ich ein bisschen einen Überblick darüber habe, worum es überhaupt hier geht, damit du für dich vielleicht ein bisschen Klarheit bekommst. Hier arbeite ich mit der Sanctus Concordia Tarot Decks. Ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und bitte darum, dass mir jetzt hier bitte ein paar Karten hier geklärt werden. Warum ist der Zukunft nicht sicher in dieser Verbindung? Kläre für mich die Zukunft unsicher in dieser Verbindung. Es kann auch möglich sein, dass ihr momentan beide mittendrin seid
irgendwelche Schattenthemen mit eurer Seelenpartner oder mit eurer Beziehungspartner zu klären, bevor ihr wieder zusammenkommt, ja? Je nachdem, weil ich sehe hier, der Magician ist, der Zukunft ist hier unsicher, weil ihr beide entweder nicht in eurer Schöpfungskraft seid oder aber die Situation gegenwärtig entweder auf Hold steht, also auf Pause steht, weil das Universum erstmal möchte, dass ihr die Meisterschaft über euch selbst erlangt. Ja. Die Schöpferkarte ist der Magier. Der Magier ist einfach jemand, wo einfach sagt, es fehlt hier eine Willenskraft, eine Geschicklichkeit oder irgendeine Erkenntnis fehlt hier, die quasi diesen letzten Hürde über die Zukunft, wie diese Verbindung weitergehen soll, mehr oder weniger bewältigen würde. Was ich hier sehe, ist, dass ihr beide, die Zukunft dieser Verbindung ist unsicher, weil nach meiner Meinung, nach dem Gefühl, den ich bekomme, ihr beide erstmal euer Schicksal zu meistern habt. Und gerade mit diesem Date and Breakfast Karte, wo es sagt Tod und Frühstück, scheint ihr an einen Endpunkt angelangt sein, an einem Tor angelangt sein, wo ihr nur durchqueren könnt, wenn ihr euer Schicksal meistert, indem ihr all die Schattenthemen in Bezug auf Seelenpartnerschaft klärt. Und das fordert Geduld von beiden Seiten. Ja? Jetzt muss ich mal kurz mal reingucken, was ist das mit dem Schattenarbeitsbild? Warum ist die Schattenarbeit hier? Warum ist die Schattenarbeit hier, Spirit? Warum ist die Schattenarbeit hier? Okay. Es kann möglich sein, dass die Schattenarbeit damit zu tun hat, dass man wirklich lernen darf oder lernen muss, seinen Platz in dieser Welt zu finden. Nicht nur, dass der vierte Stäbe auch nur für Frieden, Harmonie steht, sondern es steht auch für Offenheit. Ich glaube, das Gefühl, dass die Zukunft dieser Verbindung etwas unsicher ist, weil irgendjemand oder ihr beide oder einer von euch beide erstmal sich öffnen muss für diese Verbindung. Vielleicht müsst ihr beide lernen, neue Wege einzuschlagen oder offen sein und aufeinander zuzugehen. Entweder herrscht hier gegenwärtig keine Kontakt, und ihr seid beide mittendrin in einem Schattenarbeitsthema und die ist noch nicht vollendet. Das kann sein, dass es eine Gruppe ist, dass der Zukunft dieser Verbindung unsicher ist, weil ihr keinen Kontakt miteinander habt, keine Kommunikation miteinander stattfindet, weil irgendeine von euch beide entweder sich in einer Partnerschaft befindet und muss erstmal sich dort befreien. Mit der vierten Stäbe könnte das durchaus gut möglich sein. Aber es könnte auch durchaus gut wirklich möglich sein, dass jemand erstmal nach vielleicht Meisterschaft sein Schicksal gemeistert hat in Bezug auf Partnerschaften, sich erst öffnen muss, um auf den anderen zuzugehen, oder beide sich müssen öffnen, um aufeinander zuzugehen, weil nur das würde diesen Neubeginn zwischen euch beiden ermöglichen. Also hier definitiv sehe ich eine Gruppe, die vermutlich keinen Kontakt hat. Es ist jemand aus deiner Vergangenheit, der vielleicht in deinem Energiefeld immer noch sehr stark vorhanden ist. Du weißt aber nicht, woran du mit dieser Person bist. Du weißt nicht, wie die Zukunft aussehen mag. Hast aber das Gefühl, dass ihr energetisch immer noch miteinander verbunden seid, weil ihr Seelengefährten seid, ja. Aber
Es ist ein Geduldsspiel, was hier stattfindet, weil irgendjemand sein Schicksal noch nicht gemeistert hat oder ihr beide eure Schicksal noch nicht gemeistert habt. Oder der eine muss sein Schicksal meistern und der andere muss erst sich wieder öffnen für eine Partnerschaft. Oder aber beide müssen ihr Schicksal meistern, um offen zu sein, um aufeinander zuzugehen, damit überhaupt dieses Neubeginn starten kann. Und der Narr kommt immer nach 21, das bedeutet, ihr müsst beide noch einen großen Zyklus abschließen, bevor ihr ohne Gepäck und ohne Ballast in diese neue Verbindung oder in diese wieder neue Verbindung eintretet. Und ich habe gerade innerlich gefragt, warum, und dann kommt der drei Beschwerte direkt rausgeflogen, weil hier Herzbruch stattgefunden hat bei euch beide oder bei einer von euch beiden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Verbindung in Zeit stecken geblieben ist, weil ich habe auch den Eremiten hier und der Eremit steht für Rückzug, für Stillstand, für kein Kontakt, definitiv, ja. Weil jemand erstmal nach innen gehen muss und seinen eigenen Weg finden muss, sein Schicksal meistern muss. Und wir haben hier der siebende Stäbe, das ist diese Energie des Widerstandes, ja, diese Energie, sich immer rechtfertigen zu müssen, diese Energie des Kampfes auch irgendwo. Aber es ist einfach auch ein Kampf, dass man den Sieg sich holen kann, weil gerade der siebende Stäbe repräsentiert für mich immer das Thema sich energisch und konsequent behaupten zu müssen. Sorry, ich habe das richtige Wort gesucht jetzt gerade, weil mir fließen so viele Informationen jetzt gerade bei dieser Gruppe 2 rein. Ich habe das Gefühl, das sind mehrere Gruppen, die hier sind. Und zwar, was ich jetzt gerade noch jetzt reinbekommen habe, war, dass eine Gruppe von euch, der Zukunft dieser Verbindung ist unsicher, weil ihr aufgrund von einem Herzbruch oder aufgrund von einer Situation, die zu einem Herzbruch geführt hat. Bitte, die drei Geschwerte ist nicht immer ein Drittparty, beteiligte Person, die fremdgegangen ist, sondern es ist eine dritte Situation, eine Situation, die zwischen euch beide gekommen ist, die quasi diesen Auseinandersetzung, diesen Streit ausgelöst hat. Das kann zum Beispiel zu viel Arbeiten sein. Das kann zum Beispiel ein Suchtverhalten sein. Das kann zum Beispiel zu viel von irgendetwas machen sein. Ob es ist jetzt zu viel Zeit für sich selbst brauchen, zu viel zu trinken, zu viel zu arbeiten, zu viel am PC zu sitzen und zu spielen, was auch immer diese Situation repräsentiert hier bei dir Gruppe 2. Es geht definitiv einfach darum, dass eine Situation, die zwischen euch beide passiert ist, hat zu einem Herzbruch geführt und zu Kontaktabbruch. Der eine hat sich von dem anderen zurückgezogen und hat sich auf der Pilgerreise begeben, weil der Eremit ist der Pilgerreise, ja. Es kann sein, dass es sehr viele Jahre daher sind, weil der siebende Stäbe repräsentiert sieben, die höchste Zahl, die ich hier sehe, ist definitiv sieben Jahre plus. Für die eine von euch, es kann 7 Monate sein, es kann 7 Wochen sein, 7 Tage würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall geht es hier definitiv darum, dass hier ihr beide erstmal eure Schicksal meistern müsst oder eine von euch beide sich öffnen muss, einen Zyklus abschließen muss und aus diesem Eremitenzustand wieder raus muss. Wenn du hier in dieser Verbindung, das ist jetzt ganz eine spezifische Botschaft für eine oder zwei Personen, die jetzt da reinkommen. Wenn du in dieser Gruppe jemand Neues kennengelernt hast, der eine gewisse Anziehungskraft da ist, aber die Beziehung nicht vorankommt, oder Drittpartien involviert sind tatsächlich in dieser Verbindung, der dich etwas abschreckt, dann könnte durchaus gut möglich sein, dass diese Verbindung, die du jetzt gerade kennengelernt hast, die vielleicht noch mit Komplikationen behaftet ist, entweder aufgrund dessen, dass jemand noch in einer Beziehung ist oder der andere noch nicht offen
für eine neue Beziehung ist, je nachdem, was die Situation bei euch ist. Dann habe ich da das Gefühl, dass das Universum dir sagen möchte, die Zukunft dieser Verbindung ist unsicher, weil es davon abhängt, wie weit ihr imstande seid, euer Schicksal zu meistern, aufzugehen, aufeinander zuzugehen. Ich glaube, einer von euch ist in einem Eremitenzustand, einer von euch ist auf der Pilgerreise, einer von euch ist im Widerstand, während der andere eventuell sogar könnte in einer anderen Partnerschaft sein oder sich ablenkt mit irgendwelchen Dingen, wo entweder dazu führt, dass diese Situation nicht vorankommt oder aber tatsächlich erst da Themen aufgearbeitet werden müssen. Also hundertprozentig kann ich sagen, dass ich hier das Gefühl habe, dass es entweder eine neue Gruppe ist oder jemand aus deiner Vergangenheit, zu dem du immer noch eine Verbindung verspürst und die Zukunft dieser Verbindung ist unsicher. Okay, dann lass uns mal schauen, was das Universum dazu sagt. Was ist die Sicht der Universum auf diese Situation? Spirit, was ist deine Sicht auf diese Situation? Whitey, ist alles okay? Komm her. Was ist die Sicht vom Universum auf diese Situation? Spirit, was sagst du zu dieser Situation zwischen Gruppe 2 und dieser Person? Lesson of Neptune, ja. Denial, illusion and deception of self or by another. Self-love, boundaries and detachment are important. Okay. Neptuns Aufgabe ist, uns von Illusionen zu befreien. Verneinung, Illusion und Betrug von, also Selbstbetrug oder Betrug durch jemand anderen. Selbstliebe, Grenzsetzung und sich von Co-Abhängigkeiten zu befreien sind in dieser Verbindung wichtig. Und das heißt für mich, es kann alles hier ein Thema sein. Es kann sein, dass der eine die Verbindung nicht haben möchte, weil es noch nicht offen ist für diese Verbindung, weil einfach noch zu viele Verletzungen da sind, weil sie sich noch auf einer Pilgerreise befindet, weil sie sich noch im Rückzug befindet oder weil sie einfach sich geschworen hat oder er sich geschworen hat, ich gehe nie mehr wieder mit meinem Herzen in eine Beziehung, weil der Letzte hat mich so dermaßen verletzt, dass ich mich einfach wohler fühle, wenn ich nur lockere Verbindungen eingehe. Für der andere von euch könnte definitiv sein, dass jemand erstmal sich von einer Illusion, das heißt von einer Partnerschaft, die nicht funktioniert, erst befreien muss, weil man dort immer noch festgefahren ist und das ist der Grund, warum der Zukunft unsicher ist. Für die dritte von euch kann es durchaus gut möglich sein, dass es sich hierbei um Lug und Trug, Selbstbetrug und Selbstlüge handelt, dass man sich nicht eingestehen möchte, sich selbst belügt und betrügt, wenn es um diese Verbindung geht. Bei dem andere Seite von euch kann es wirklich sein, dass noch Selbstliebe, dass man an das eine Selbstliebe arbeiten muss, damit man lernt, ganz klare Grenzen dem anderen gegenüber zu setzen, damit man nicht in eine Co-Abhängigkeit verfällt. Das sind diese Lektionen aus dieser Verbindung. Es ist nicht ein Nein, es ist aber auch nicht ein Ja, Gruppe 2. Ja? Ich habe so das Gefühl, dass hier noch sehr viel Geduld gefordert wird und die Zukunft dieser Verbindung ist unklar. Somit überlässt das Universum dir die Entscheidung, ob du bleiben willst und noch weiter daran arbeiten willst, je nachdem, wer du bist. Bist du der, wo in einem Eremitenzustand ist? Dann ist natürlich die Einladung an dich, dir Gedanken darüber zu machen, wie lange du da drinnen bleiben möchtest oder ob du überhaupt imstande bist, da rauszukommen. Wenn das dein Gegenüber ist, dann ist natürlich dann die Frage, willst du auf diese Person noch so lange warten, bis es soweit ist? Spirit, soll diese Person bleiben oder soll diese Person gehen? Soll diese Person bleiben oder soll diese Person gehen? Oh, ja.
Wir haben schon wieder hier Deception. Someone is not being honest or withholding information. Jemand ist in dieser Verbindung nicht ehrlich oder hält Informationen zurück. Und ich glaube, das ist in dieser Verbindung jetzt schon zum zweiten Mal aufgetaucht, das Thema Deception, sich von Illusionen zu befreien. Und ich habe so ganz stark das Gefühl, dass es jemand aus deiner Vergangenheit hier ist, wo es darum geht, dass noch ein klärendes Gespräch zwischen euch ansteht, aber man beide sich belügen und nicht aufeinander zugehen. Sie sind nicht offen, um aufeinander zugehen. Warum? Weil sie sich selbst belügen und betrügen. Weil sie nicht zu ihren Gefühlen stehen. Oder einer von euch beide. Das ist die eine Gruppe. Zu der anderen Gruppe von euch ist, dass du vielleicht in einer Verbindung bist, wo es hier darum geht, zu lernen, in die Selbstliebe zu kommen, gesunde Grenzen zu setzen, indem man in keine Co-Abhängigkeit verfällt in dieser Verbindung, aber auch lernt, offen über Gefühle miteinander zu reden, weil ich glaube, egal was hier ist, jemand verheimlicht hier dem anderen seine wahren Gefühle oder seine wahren Motive. Spirit, was ist deine Meinung zu dieser Verbindung, bitte? Trennung. Surrender into your heart and divine source where there is no separation. The highest levels of love always serve and are without conditions. Ja, also ich glaube, dass ihr definitiv in einer Trennung seid, ihr zwei. Ich glaube, ich tendiere dazu zu sagen, dass es um jemanden geht, mit dem du keinen Kontakt hast, dass die Zukunft ziemlich unklar ist. Die Verbindung ist zwar immer noch da, man verspürt sehr starke Verbindung zueinander, aber du guckst jetzt dieses Reading an, um zu wissen, lohnt sich, dass ich überhaupt hier warte, bis irgendetwas passiert? Wird diese Person irgendwann einmal aus diesem offen genug sein und auf mich zuzukommen? Werde ich imstande sein, mich zu öffnen, auf diese Person wieder zuzugehen? Oder werden wir in Trennung bleiben auf der 3D-Ebene, obwohl wir auf der 5D-Ebene nach wie vor verbunden bleiben werden. Ja, ein schön schwieriges Thema hier jetzt gerade. Lass uns mal schauen, was ist der Seelenvertrag zwischen euch beide? Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Auskunft. Was ist der Seelenvertrag zwischen diese beiden Seelen? Was ist der Seelenvertrag zwischen diese beiden Seelen? Addiction. I will compel you to give into me. Ja. Diese Verbindung hat tendenziell sehr, sehr starke Co-Abhängigkeit-Tendenzen gehabt. Ja. Diese Verbindung, der Seelenvertrag dieser Verbindung war, dass ich das eine sich voll und ganz in dem anderen verliert. Ja. Ich werde dir das Gefühl geben, vielleicht wahnsinnig zu sein oder dich lächerlich zu machen. Diese Verbindung gibt dir das Gefühl, als ob du der Schaf oder der Dümmere von den beiden wärst. Oder es gibt dir das Gefühl, ein Narr zu sein. Ja, ich werde dir das Gefühl geben, ein Narr zu sein. Einer von euch beide hat sich in dieser Verbindung so dermaßen sich selbst verloren, deswegen war auch die Karte Addiction, Neptun, dass hier wichtig ist, dass man in die Selbstliebe geht, um zu lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Und ich glaube, als ihr zwei zusammengekommen seid, war einer von euch beide so dermaßen von dem anderen abhängig oder hat sich komplett in dieser Verbindung so verloren, dass es sich dann am Schluss wie ein Narr vorgekommen ist, weil having a big fear of facing you. Ich habe gesagt, das ist jemand aus deiner Vergangenheit, der wahnsinnig Angst davor hat, dich wieder zu begegnen. Ich glaube, dass es sich hierbei um eine No-Kontakt-Verbindung aus deiner Vergangenheit handelt und dass du hier mit jemandem zu tun hast, wo da eine sehr, sehr starke Co-Abhängigkeit entweder deinerseits oder seitens deines Gegenübers existiert hat. Und entweder bist du ein Crosswatcher und schaust dir jetzt das an,
Und oder du bist derjenige, der damals das passiert ist und dir das Gefühl von gegeben hat, ein vollkommener Narr zu sein, dass du dich überhaupt auf diese Person eingelassen hast, weil diese Person, die Karte, wo hier kommt, ist cancelled. I will condemn and shame you. Diese Person hat dich gedemütigt und dich komplett beschämt. Ja. Dir das Gefühl gegeben, wertlos zu sein. Und wir haben den Projector, I will blame you when the problem is me. Und das war jemand, der dir die Schuld in die Schuhe geschoben hat, obwohl diese Person den Fehler gemacht hat. Das heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich einen Grund gesucht, das dir in die Schuhe zu schieben und zu sagen, du bist schuld daran, weil ich das gemacht habe. Zum Beispiel das Beispiel, du bist mit jemandem zusammen, der dich schlägt. Und wenn du deine Person darauf hinweisen tust, warum schlägst du mich, dann sagt er, hättest du nicht laut geschrien, hätte ich dich nicht geschlagen. Was keine Entschuldigung dafür ist, jemandem gegenüber handgreiflich zu werden. Egal, ob diese Person schreit oder nicht. Ja. Oder dein Gegenüber ist fremdgegangen und hat dann dir die Schuld daran gegeben, fremd zu gehen. Oder du hast einen Verdacht gehabt, dass dein Gegenüber fremd geht und ein anderer hat dir das Gefühl gegeben, dass du irrsinnig bist, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast, dass mit dir was nicht stimmen tut, dass du dem die ganze Zeit Zeugs unterstellen tust, die nicht der Wahrheit entsprechen und dir einfach das Gefühl gegeben, wertlos zu sein. Ja? Oder dir das Gefühl gegeben, ein Narr zu sein, dumm dazustehen, dich beschämt und gedemütigt, vielleicht auch vor anderen Leuten. Das kann auch sein. Ja? Und am Endeffekt ist diese Person, entweder hat er dich geghostet oder ist aus deinem Leben verschwunden. Warum? Weil diese Person heute nicht den Mut dazu hat. Deswegen ist die Zukunft dieser Verbindung unsicher. Weil diese Person weiß, dass es dich wie einen Narr hingestellt hat, dass er oder sie seine Themen auf dich projiziert hat und jetzt und dir das dich gedemütigt und beschämt hat und jetzt hat diese Person Angst davor, dir ins Gesicht zu schauen oder dich wieder zu begegnen. Und deswegen ist der Zukunft dieser Verbindung unsicher, sagt der Spirit. Puh. Ja, was machen wir jetzt? Was geht in dem Gedanken dieser Person vor sich, wenn es um dich geht? Was geht im Kopf dieser Person vor sich, wenn es um dich geht? Spirit, bitte zeig mir, was geht im Kopf? Ich verbinde mich mit den kollektiven Energien, all diese Personen, die hierhin gerufen worden sind. Möchte gerne jetzt von dir wissen, was geht in deinem Kopf vor sich, wenn es um diese Verbindung zwischen dir und meine Zuschauer, Zuschauerin der Gruppe 2 geht? Was geht in deinem Kopf vor sich, wenn es um diese Verbindung zwischen dir und meiner Zuschauer, Zuschauerin geht? Okay, wir haben hier Introspection und Self-Love. Was geht in deine Gedanken vor sich, wenn es um... meine Zuschauer, Zuschauerin geht. Okay, also definitiv sehe ich hier jemand, der mit dem du, das ein Seelenpartner von dir ist, ein Seelengefährte von dir ist und hier ist definitiv keine Kommunikation, ja. Ich habe das Gefühl, dass du hier mit jemandem zu tun hast, der gerne mit dir kommunizieren möchte, gerne den Kontakt wieder mit dir aufbauen möchte, weil es richtig obsessiv an dich denkt, ja, wegen dem, was in der Vergangenheit passiert ist, ja. Vielleicht wird diese Person kontinuierlich mit dir konfrontiert über andere Leute, die über dich reden. Vielleicht habt ihr gemeinsame Freunde, vielleicht ist er mit irgendwelchen Leuten begegnet, die dich kennen und über dich geredet haben. Und es kann natürlich auch der karmische Rückschlag sein vom Universum, dass es dann kontinuierlich mit dir konfrontiert wird durch Gespräche über dich, die dann diese Person echt obsessiv werden lassen über dich und dich auch beobachtet hat und gesehen hat, dass du nach innen geschaut hast und sehr viel an Selbstliebearbeit geleistet hast. Ich habe gefragt, was geht im Kopf von dieser Person vor sich, wenn diese Person an dich denkt. Und es kommt als erste Karte kommt Introspection and Self-Love.
Das bedeutet, wenn diese Person an dich denkt, dann sieht diese Person oder denkt diese Person, dass du nach innen geschaut hast, viel innere Arbeit geleistet hast, vieles gespiegelt hast und stark an deine Selbstliebe gearbeitet hast. Wenn diese Person an dich denkt, dann ist diese Energie, ich bin an dich gebunden, immer noch da. Und vielleicht ist diese Person heute klar geworden, das ist der Grund, warum diese Person obsessiv an dich denkt, dass er sich in der Vergangenheit beeinflussen lassen hat von anderen Menschen, dass du für diese Person nicht der Richtige bist. Und dadurch ist es zu diesem Bruch zwischen euch beide gekommen. Und jetzt, nachdem diese Person dich geghostet hat, der Wunsch danach, obsessiver Wunsch danach ist, mit dir zu kommunizieren über das, was in der Vergangenheit passiert ist, über diese Gerüchte. Auf der anderen Seite habe ich aber wirklich auch das Gefühl, dass diese Person mit dir sehr stark gegenwärtig konfrontiert wird. Entweder, wie gesagt, durch gemeinsame Freunde oder durch irgendjemanden, der diese Person begegnet ist, der dich kennt. Das Universum hat seine Art und Weise, immer den Ball zurückzuschieben, dorthin, wo es gehört. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Person obsessiv Tag ein, Tag aus darüber nachdenken tut, den Kontakt zu dir aufzubauen. Es kann aber auch sein, dass diese Person Angst hat, wie andere reagieren würden, wenn diese Person das tun würde. Aber ich spüre ganz klar, dass diese Seelenverbindung auch hier sehr stark spürbar ist. Und vielleicht hat auch diese Person nach innen geschaut und viel an der Selbstliebe gearbeitet. Aber ich glaube, diese nach innen schauen und an Selbstliebe arbeiten mit dir zu tun hat. Wie sieht das mit der Gefühlswelt aus? Lass uns mal schauen, wie es mit den Gefühlen dieser Person aussieht. Was passiert auf der Gefühlsebene, wenn du an meine Zuschauer, Zuschauerin denkst? Was passiert mit deinen Gefühlen, wenn du an meine Zuschauer, Zuschauerin denkst? Ups. Was passiert mit deinen Gefühlen, wenn du an meine Zuschauer, Zuschauerin denkst? Ja, okay. Du hast mit jemandem zu tun gehabt, der falsch war und ein Gigolo war. Ja, wir haben als allererste die falsche Person und der Gigolo. Ja, Player, Opportunity, Ego, Manipulative, Disguise and Warning. Ja. Also, wenn diese Person über seine Gefühle für dich denkt. Also was passiert mit dieser Person, seine Gefühle, wenn er an dich denkt? Mit den Gefühlen dieser Person passiert das, dass er sich bewusst ist, dass er sich wie eine Gigolo verhalten hat. Vielleicht hat auch diese Person dich manipuliert, die Situation manipuliert. Und sich eigentlich waren die Warnzeichen alle hier und du hast aber trotzdem aus Liebe zu ihm alles mit dir erdulden lassen. Ja. Und es muss auch nicht immer nur einfach eine falsche Person sein. Es kann einfach jemand sein, der manipuliert wurde durch Drittpersonen. Es kann aber auch jemand sein, der zum Beispiel die Warnzeichen nicht erkannt hat, als sie da waren, weil es viel zu sehr im Ego verhaftet war. Aber was ich hier sehe, ist, wenn ich frage, was passiert mit deinen Gefühlen, wenn du an meine Zuschauer, Zuschauerin denkst, dann tauchst du als das göttlich-weibliche auf. Du bist die eine Frau, that gone away. Ich glaube, du hast dich umgedreht und bist weitergegangen, weil wir haben gesehen, du hast Introspection und Self-Love. Du bist vielleicht die einzige Person oder der einzige, wenn du jetzt ein Mann bist, bitte nicht dich jetzt direkt angegriffen fühlen wegen dieser Frauenkarte, dann bist du halt das göttlich-weibliche Prinzip dieser Verbindung. Das heißt, du warst die, wo bereit war, offen zu sein für eine Verbindung. Das ist eine Yin-Energie. Eine Yin-Energie bedeutet, dass du eher die weibliche Aspekt in dich getragen hast, während der gegenüber des Männlichen getragen hat. Es gibt viele Frauen, die in männlicher Energie leben. Ja, und viele Männer, die in die weiblichen leben. Das ist auch in Ordnung so. Sollte ein Gleichgewicht zwischen beiden existieren. Dafür sind wir hergekommen. Aber ich habe so hier das Gefühl, dass wenn
egal ob du ein Mann oder Frau bist, dass es hier darum geht, dass diese Person sich bewusst geworden ist, dass er sich sehr egozentrisch dir gegenüber verhalten hat, dass er ein Player war, jede Chance ergriffen hat vielleicht, der sich geboten hat und dadurch diese Verbindung manipuliert hat. Vielleicht auch manipuliert wurde durch drei Personen, aber was diese Person mit definitiver Sicherheit auf Gefühlsebene weiß, ist, dass du die Person warst für ihn, die man nicht mehr vergessen kann. Ja? Und der Wunsch danach, vielleicht auch als Schlüssel, dir damals den Schlüssel zu seinem Herzen zu geben, statt sich so zu verhalten. Und wenn es um die Gefühle geht, habe ich das Gefühl, dass diese Person eine neue Perspektive gewonnen hat in Bezug auf diese Verbindung. Dass du eigentlich die Frau warst oder der Mann warst und diese Person sich vollkommen ausgespielt hat. Ja? Und statt sich für dich zu öffnen, ja, statt mit dir weiterzugehen, sich manipulieren lassen hat oder diese Verbindung manipuliert hat und auf der Gefühlsebene heute jetzt merkt, dass du der Person warst, mit dem es am glücklichsten war. Ja. Spirit, bitte gib mir noch zwei Karten. Was geht in den Gefühlen dieser Person vor sich, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Die Gruppe 3 muss ich morgen machen, weil es ist schon bereits spät. Und ich werde langsam müde und ich möchte mich sehr, sehr gerne volle Konzentration auf die Readings konzentrieren. Ja, ich sehe auch eine sehr, sehr starke sexuelle Anziehungskraft dir gegenüber. Es kann aber auch gut möglich sein, dass sich hier Familien eingemischt haben, muss ich leider eingestehen, weil diese Karte, diese Lilly-Karte, Lilie-Karte hat auch mit Familie zu tun, ja. Und dass man hier vielleicht sich auch nicht ethisch verhalten hat, ja. Sich sehr amüsiert hat mit dir, aber sich nicht wirklich dir gegenüber richtig verhalten hat. Vielleicht auch durch die Familie manipuliert wurde, ja. Oder sich nur auf die Karriere fokussiert hat. Das sind verschiedene Themen hier. Einer war ein Gigolo, der andere hat sich selbst sabotiert und die Beziehung manipuliert. Der dritte wurde von der Familie beeinflusst und der vierte hat vielleicht sich, war viel zu sehr karriereorientiert und hat dadurch sich lieber für die Karriere als für die Liebe mit dir entschieden. Was auch immer hier passiert ist, auf der Gefühlsebene sieht diese Person genau. Vielleicht sieht diese Person auch auf der Gefühlsebene dich als jemand, der weitergezogen ist und sich auf sich selbst fokussiert hat, in die Selbstliebe gekommen ist, sich auf die Karriere fokussiert und viel in deinem Leben erreicht hast. Ja. Aber ich denke, auf der Gefühlsebene weiß diese Person, wie es sich verhalten hat und dass es ihm leid tut. Holala, was soll ich jetzt zu dem sagen? Sollst du gehen oder sollst du bleiben? Also ganz ehrlich, Gruppe 2, ich würde jetzt eigentlich sagen, ziemlich neutral. Wenn ihr offen genug seid, um aufeinander zuzugehen und ein klärendes Gespräch miteinander zu führen, würden die Karten wahrscheinlich mir mehr Informationen geben können, als das, was ich hier sehe. Aber ich sehe hier zwei Personen, die aufeinander nicht zugehen, nicht offen sind, aufeinander zuzugehen, oder zumindest eine, und dadurch natürlich diese ganze stagnierte Energie zwischen euch beide herrscht und dadurch sagt das Universum, die Zukunft ist hier unsicher, weil es hängt immer von dir ab, wie weit du bereit bist, auf dem anderen zuzugehen, was nicht bedeutet, dass wenn der andere sich dir gegenüber so verhalten hat, wie ich es jetzt gerade in den Karten gesehen habe, dass du bitte den ersten Schritt machen sollst. Lass ja die Finger davon. Ich komme persönlich bei dir vorbei und hack dir die Finger ab. Ja, ich meine das ernst. Wenn du jetzt dieses Reading anschaust und das Gefühl hast, oh ja, jetzt gehe ich und der andere ist der Person, der dich verletzt hat, der andere ist der Person, der dich manipuliert hat oder diese Beziehung manipuliert hat und du jetzt denkst einfach, ah ja, weil der andere sich nicht traut, muss ich den ersten Schritt machen. Nein, musst du nicht. Und zwar auf gar keinen Fall. Ja? Der soll bitte gefällig selbst den Arsch hochheben und auf dich zukommen. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist jetzt der einzige Ausdruck, der mir hier jetzt einfällt dazu. Weil es nicht deine Aufgabe ist. Du hast an dich selbst gearbeitet und arbeite bitte weiterhin an dich selbst. Wenn diese Person wirklich Gefühle für dich hat, wird diese Energie in ihm, die wir gesehen haben,
keine Ruhe geben, egal ob man versucht davon zu laufen oder nicht davon zu laufen. Diese Energie wird einem so lange plagen, bis man den Schritt gemacht hat. Und bis dahin wirst du bitte schön deine Knochen stillhalten und weiterhin an deine eigenen Themen bitte arbeiten. Ja. Ein Ja sollst du gehen, würde ich sagen, ja, denn du bist schon gegangen. Also ist die Situation unverändert. Mach einfach so weiter, wie du bis jetzt gemacht hast. Du bist anscheinend auf dem richtigen Weg. Wir werden aber schauen, was zum Abschluss dieses Readings das Universum dir sagt, weil die Situation sehr unklar ist. Spirit, wie lautet deine Botschaft an meine Gruppe 2 zum Abschluss dieses Readings in Bezug auf diese Situation mit dieser Person? Was ist dein Ratschlag? Soll meine Zuschauer, Zuschauerin bleiben in dieser Verbindung? Gibt es Hoffnung, dass da noch etwas kommt, oder soll diese Person weiterziehen? Okay. Wenn irgendetwas tief in dir drinnen sagt dir, dass etwas nicht stimmt, dann vertraue es. Wenn du unglücklich bist in deinem Leben, verändere etwas. Es ist vollkommen von dir abhängig. Hör auf, Entschuldigungen zu suchen. Du bist in Kontrolle deines Lebens. Wenn du diejenige bist, die das Ganze angerichtet hat, und du bist jetzt der Zuschauer hier, dann wirst du hier aufgefordert, jetzt zu handeln und keine Entschuldigungen zu suchen. Ja. Wenn es aber darum geht, dich von irgendetwas zu befreien, was dich belastet, auch da gilt es für dich, jetzt an dich selbst zu arbeiten. If you frequently give yourself permission to doodle, wander and be totally unproductive and you actually release such okay. Hier geht es darum, dass das Universum dich darum bittet, nicht so streng mit dir selbst vor Gericht zu gehen, sondern dir ein bisschen entspannen, Ruhe und Kraft geben und dich zurückzuziehen und einfach mal dich nicht ins Arbeit zu stürzen, sondern mal auch ein bisschen faulenzen. Und das Universum verspricht dich, wenn du ein bisschen dich faulenzen tust, wird die Situation sich von alleine bei dir verbessern. When you hold on to the past, it stops you from living in the present. Wenn du an der Vergangenheit festhältst, hindert es dich daran, im Gegenwart zu leben. Lasse alle alten Verletzungen los oder Sorgen oder Reue. Verpflichte dich, im Hier und Jetzt zu sein. Vergib dir selbst. Falls du denkst, dass du irgendwo einen Fehler gemacht hast, du verdienst innerer Frieden, lass los. Ja, sollst du gehen oder sollst du bleiben? Ich würde sagen, Gruppe 2, bei dir geht es nicht darum, ob du sollst gehen oder ob du sollst bleiben. Bei dir geht es darum, mach so weiter wie bisher. Aber bleib bitte nicht in der alten Energie der Vergangenheit hängen. Es ist für dich die Zeit gekommen, weiterzugehen. Und wenn dein Gegenüber hinterherkommt und dass du dieser Person wichtig genug bist, dann wird die Person den Kontakt zu dir aufnehmen und dann könnt ihr immer noch schauen, wie es weitergeht. Aber gegenwärtig, aus dem Ist-Zustand dieser Reading, ist momentaniger Stand, du sollst weitergehen. Ja? Du bist auf dem richtigen Weg, geh weiter. Geh weiter, bleib nicht stehen, warten ist sowieso nie eine Option. Und gerade in so einer Situation, wenn ihr keinen Kontakt habt oder in Trennung seid, dann bitte nicht warten. Weil was zu dir gehört, kannst du sowieso nicht verlieren. Der wird den Weg zu dir zurückfinden. Und bis dahin, bleib ja nicht stehen. Ja. Gruppe 2, ich hoffe, dass ich dir mit diesem Reading einigermaßen helfen konnte, ein bisschen Klarheit zu kriegen, warum du diese Verbindung nach wie vor spürst. Weil ich glaube, dass du verwirrt bist, dieses Reading anschaust, dass du sagst, ich habe ja an mich selbst gearbeitet, ich habe ja schon so viel losgelassen und ich verstehe nicht, warum ich diese Verbindung immer noch verspüre. Oder du begegnest dieser Person irgendwo oder es ist energetisch sehr, sehr präsent, dass du dich fragst, warum, was soll das? Und das Universum versucht dir zu sagen, der Grund, warum du das siehst oder warum du das fühlst, ist, weil der andere Person gerade viel an dich denkt, fast obsessiv etwas in Ordnung bringen möchte, aber erstmal einige karmische Sachen noch bei sich selbst klären muss. Gruppe 2, fühle dich aus der Mitte meines Herzens geliebt, gedrückt und danke für deine Wertschätzung, egal in welcher Form es mich erreicht, und fühle dich umarmt und hinterlass mir einen Kommentar und sag mir, ob du damit in Resonanz gegangen bist. Gruppe 2, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht, und Gruppe 3, wir sehen uns morgen früh. Namaste. Hallo, du wunderschöne Seele der Gruppe 3.
Herzlich willkommen zu deiner Reading. Shall I stay or shall I go? Ich hoffe, dass ich mit diesem Reading dir eine Möglichkeit gebe, auf deine innere Stimme entweder eine Bestätigung oder einen Weg zu finden, in deiner Situation, wo auch immer du dich befindest, eine Lösung zu finden. Ich verbinde mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und rufe all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit und bitte darum, dass mein Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien gereinigt wird und mit den Energien der allerhöchste göttliche Licht und allerhöchste göttliche Liebe geladen wird. So mögen meine Worte, Gedanken und Gefühle heute hier göttlich geführt sein durch dich, Vater, Mutter, Gott, Quelle allem Sein. Aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung verbinde ich mich mit meinen kollektiven Energien, meine Gemeinde, meine Community von der Gruppe 3 und all denen, die hierhin geführt worden sind und bitte darum, dass ich jetzt die Antworten, die jetzt für meine Zuschauer, Zuschauerinnen der Gruppe 3 wichtig sind, erlange in Bezug auf diese Person, die jetzt sich mein Zuschauer, Zuschauerin mit verbunden hat, ob diese Situation noch zu retten ist und meine Zuschauer, Zuschauerin bleiben soll oder ob da nichts mehr zu holen gibt und du gehen sollst. Habe ich die Erlaubnis? Danke. Aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung rufe ich meine höhere Selbst und bitte dich jetzt darum, dass du mich mit der kollektiven Energie in der Gruppe 3 und dieser Personen verbindest und mir die Situation, in der sich die Gruppe 3 befindet, erklärst. Was ist jetzt gerade bei der Gruppe 3 los? Was ist die Situation, in der sich die Gruppe 3 mit dieser Person befindet? Entscheidung. Was ist die Situation, in der sich die Gruppe 3 gegenwärtig befindet? Interessant, dass die Seelenpartnerschaftskarte bei allen drei Gruppen rauskam. Schatz, geh doch Wasser trinken, wenn du schon so Durst hast. Wir gehen gleich. Zeig mir bitte die Situation, in der sich diese Verbindung befindet. Was ist die Situation, in der sich diese Verbindung befindet? Okay. Okay, stop. Loslassen. Es ist definitiv, habe ich das Gefühl, dass wir hier mit jemandem zu tun haben aus deiner Vergangenheit. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Familien involviert waren in dieser ganzen Geschichte, warum diese Person oder du diese Person gehen gelassen hast und es herrscht definitiv keinen Kontakt zwischen euch beide. Und es scheint so zu sein, weil ich hier die Frau sehe mit dem Schwert in der Hand, dass du jetzt gerade dabei bist, eine Entscheidung zu treffen, diese Verbindung bereits schon gehen zu lassen. Also du bist schon in dieser Energie drin, du spürst schon in dieser Energie. Es ist Zeit für mich jetzt nicht mehr darauf zu warten, dass ich vielleicht eine Antwort bekomme oder mir jemand eine Erklärung bringt oder egal wie tief ich mich verbunden fühle zu dieser Person, diese Person scheint viel zu stark festzustecken in diese ganze Familiendrama oder Familiengeschichte oder die Familie hat die Hand über diese Person und deswegen ist es einfach für dich am besten, jetzt die Entscheidung zu treffen, diese Verbindung gehen zu lassen. Das ist zumindest die Situation, ja, das ist das, was du innerlich jetzt fühlst und weil ich da die Frau sehe und meine meisten Zuschauer, Zuschauerinnen natürlich auch diese weibliche Personen sind und für diejenigen, die ein Mann sind und zuschauen, gilt das auch für dich. Wir reden immer über diese Yin-Energie, das ist weibliche Energie, das ist die Energie, die immer geduldig ist, immer wartet, immer hofft, immer vergibt und irgendwann kommt aber auch dann diese weibliche Energie an einen Punkt, wo sie sagt, mir selbst zuliebe
und meine Zeit zuliebe. Und trotz dieser Verbindung, die ich verspüre, und trotz, dass ich mich gefangen fühle in dieser Verbindung, entscheide ich mich jetzt, mich davon zu befreien. Und diese Ahnenlinie hier, habe ich das Gefühl, repräsentiert, dass diese Person, mit der du zu tun hast, wahrscheinlich eine familiäre Verstrickung festgefahren ist und dort auch nicht rauskommt. Ja. Also die Hoffnung, dass du vielleicht gehabt hast, dass diese Person irgendwann mal das rausschaffen tut und vielleicht einfach dann den Kontakt zu dir wieder aufnimmt, scheint momentan bei dir an einem Punkt zu sein, wo du sagst, nein, danke, ich lass los. Ich werde jetzt ein paar Sachen klären. Worum geht es bei dieser Entscheidung, Spirit? Worum geht es bei dieser Entscheidung? Ja, bei dieser Entscheidung geht es einfach darum, dass du deine Perspektive auf diese ganze Geschichte geändert hast und dass du die Dinge aus einer anderen Perspektive siehst. Vielleicht hast du bis jetzt darauf gewartet und hast einfach gedacht, ja, irgendwann werden die Dinge besser werden, irgendwann können wir vielleicht einfach eine Lösung finden, ein Gespräch finden, um die Sache, um diese, sag ich mal, Energie, in dem ihr festgefahren seid, zu lösen. Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass du jetzt gegenwärtig, momentan, du bist am Nachdenken, du bist am Überlegen, was für eine Perspektive für dich zur Verfügung steht, aus dieser Situation rauszubrechen, auch wenn es energetisch da ist, weil aber hier nichts passiert und diese Person weiterhin in dieser Ahnenlinie festgefahren ist oder in dieser familiären Verstrickung festgefahren ist, scheinst du hier für dich selbst das Gefühl zu haben, für einige von euch könnte auch sein, dass es ein Ahnenthema für dich ist, wo es jetzt darum geht, dass du sagst, so, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich da aus dieser Stagnation rauskomme, dass ich jetzt da endlich eine Lösung finde, die Situation zu heilen und mich entscheide, diese Situation loszulassen. Spirit, was hat es mit diesem Stecken, mit diesem Stuck-Energie auf sich? Worum geht es bei dem Stuck-Energie? Worum geht es bei diesem Stuck-Energie? Ja, schau mal, er steckt in seiner Familiengeschichte fest. Was habe ich gesagt? Ich habe von Anfang an gesagt gehabt, dass diese Person familiär hier in etwas festgefahren ist. Und wir haben hier einmal ein Center und wir haben einmal ein Family. Also hat sich von Anfang an mein erstes Gefühl bestätigt, dass du mit jemandem hier zu tun hast, der hier in einer familiären Verschreckung festgefahren ist, zu stark unter Kontrolle von der Familie steckt und da auch nicht rauskommt. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass du wirklich kontemplierst, diese Verbindung zu durchtrennen und endgültig für immer loszulassen. Wow. Okay. Lass uns mal mit Tarotkarten einen Blick darauf werfen, was die Situation noch ist. Spirit, kannst du mir einen kleinen Überblick über diese Situation geben? Was ist die Situation bei Gruppe 3? Worum geht es bei Gruppe 3? Ich habe auch irgendwie so ein Familienkarma, das jetzt da reinkommt bei mir. Ja, wir haben hier natürlich den Turm. Ja, oder? Nee, was ist das für eine Karte? Moment. Nee, das ist nicht der Turm, das ist der siebente Schwert. Ja. Das siebente Schwert ist für mich einfach die Karte von jemandem, wo Konflikt aus dem Weg geht. Du hast hier mit jemandem zu tun, der klärende Gespräche aus dem Weg geht, Konflikte aus dem Weg geht, aus dem Hinterhalt angreift. Ja, das ist auch das siebente Schwert. Das siebente Schwert ist für mich auch jemand, der sich selbst belügt und betrügt. Oder einfach auch dich belogen und betrogen hat. Ja, und ich habe das Gefühl, dass wir hier mit jemandem zu tun haben, wo du die Entscheidung triffst, es ist jetzt genug, mich belügen und betrügen zu lassen. Es ist genug, mich selbst zu belügen und zu betrügen. Diese Person schafft das nicht mehr aus dieser ganzen Verstrickung heraus. Und jetzt ist die Zeit für mich gekommen, einfach weiterzugehen. Ja. Familiäre Verstrickungen könnte übrigens auch sein, dass man verheiratet ist und aus dieser Verstrickung nicht rauskommt. Ja. Und wir haben hier der Ast der Kelche. Und der Ast der Kelche repräsentiert für mich einfach immer in der ersten Linie, dass es darum geht, dass du dich jetzt möchtest um deine eigene Kelch kümmern. Ja? Trotz die Liebe, die zwischen euch beide existiert, denkst du jetzt in der ersten Linie an dich selbst und sagst einfach, weißt du was, wir haben hier eine gute Chance gehabt auf ein großes Glück. Das hat nicht funktioniert und ich höre jetzt auf, darauf zu warten, dass sich hier irgendetwas ändert und höre auf, mich selbst zu belügen und zu täuschen, aber am allerwichtigsten höre ich auf, darauf zu warten, dass diese Person mir ein klärendes Gespräch bringt, sondern ich kümmere mich jetzt um mich selbst und um meine Bedürfnisse. Ich glaube auch, dass du in dieser Zeit
deinen Kelch schon gefüllt hast, dass an dich selbst gearbeitet, während der andere Person an sich selbst nicht gearbeitet hat und du einfach nicht mehr bereit bist, deinen Kelch dieser Person zu geben oder einfach nicht mehr willst, darauf warten, bis diese Person kommt und seinen Kelch dir übergibt oder ihren Kelch, je nachdem, ja. Ja, wir haben die drei der Stäbe. Der dreite Stäbe ist für mich immer, das ist auch immer, ich warte die ganze Zeit darauf, dass meine Schiffe zu mir zurückkehren. Und ich glaube, du bist, das ist, es reicht. Ja, du hast zu lange jetzt darauf gewartet, dass irgendjemand dir irgendetwas bringt, den Kelch bringt oder die Entschuldigung bringt oder das Klären, das Gespräch bringt. Du fangst jetzt an, einfach für deine eigene Zukunft zu schauen. Und du bist soweit jetzt, habe ich das Gefühl, auch die inneren Widersprüche zu vereinigen und die Zügel in der Hand zu nehmen und für dein eigenes Leben zu sorgen und für dich selbst dein Glück zu finden. Ja, du bist jetzt soweit. Für die Gruppe 3, du hast vielleicht jetzt sehr lange... vielleicht ist auch deine Familienkarma gewesen, eine Liebesgeschichte aus deiner Familienkarma, die du jetzt aufgearbeitet hast und hat vielleicht auch mit deiner Person zu tun aus deiner Vergangenheit, der diesen Anstoß gegeben hat, dass du damit quasi anfangen tust, an dich selbst zu arbeiten. Und du bist jetzt an diesem Punkt angekommen, wo du erkennst, dass diese Person vermutlich sich aus seinen Verstrickungen weder familiär noch partnermäßig lösen kann. Und das vielleicht auch verheiratet ist. Für der eine von euch wird es familiäre Einflüsse sein, für der andere von euch wird es ein verheirateter Partner sein. Dass da keine Chance gibt, dass diese Person da nicht mehr rauskommt und dass du kontinuierlich hier betrogen und belogen wirst und dass du einfach auch keine Lust dazu hast, dich selbst zu belügen und zu betrügen. Und dass du jetzt bereit bist, deine Kelch für dich selbst zu füllen. Du erkennst, dass du in eine Selbstliebe gekommen bist und keine Lust mehr hast, darauf zu warten, dass jemand zurückkommt. Du fängst dann jetzt deine Zukunft für dich selbst zu gestalten. Wo die zweite Stäbe, diese Unentschiedenheit hin und her schwankt zwischen dem, wie erschaffe ich meine Welt, warte ich oder gehe ich, das ist auch shall I stay or shall I go, ist bei dir Gruppe 3, bei mir die Energie schon, du hast entschieden zu gehen. Ja? Du brauchst einfach nur noch eine Bestätigung, dass es auch tatsächlich so ist, dass du gehen sollst und das werden wir dann in den Energien von deines Gegenübers sehen, weil ich sehe hier auch dich als die als der Wagen und der Wagen ist die schnellste Energie, der dir sagt, ich habe jetzt meine Widersprüche bewältigt, die zweite Stäbe, diese Should I stay, should I go, sondern habe mich jetzt entschieden, die Zügel in der Hand zu nehmen, um mein eigenes Glück zu finden. Dort draußen mit jemandem, der bereit ist, sein Kelch mit mir zu teilen und nicht einfach die ganze Zeit in irgendwelche Verstrickungen festgefahren ist. Und das ist die Situation der Gruppe 3. Bin sehr gespannt, wer sich hier wiederfindet. Ich glaube, Whitey, benimm dich. Entschuldigung, der isst seine Leckerchen nebendran und der schlingt das und manchmal erstickt er selbst in dem Zeug rein und dann fängt er an, es wieder rauszubrechen. Das ist halt mein Junge. Das sind, glaube ich, Tierheimtiere. Wenn sie nicht genug zum Essen bekommen haben oder immer um ihr Essen kämpfen mussten, dann schlingen sie immer alles rein. Okay, dann lass uns mal schauen, was das Universum dir sagt. Wie sieht der Universum diese Situation? Bekommst du jetzt eine Bestätigung? Oder ich verbinde mich mit Spirit und bitte darum, mir eine Botschaft zu geben. Wie siehst du diese Situation zwischen Gruppe 1, zwischen Gruppe 3 und dieser Person? So. Wie siehst du diese Situation in dieser Verbindung der Gruppe 3 mit dieser Person? Was ist deine Meinung zu dieser Situation? Entscheide weise. Ja, und die Karte sagt da, you're experiencing significant changes which will require a decision to be taken. What you decide now will shape your future. Ja. Du erfährst gerade signifikante Veränderungen, welche von dir fordern, Entscheidungen zu treffen. Welche Entscheidung du jetzt triffst, wird deine Zukunft für dich gestalten. Da das eine Liebesreading ist, geht es natürlich auch dahin. Und ich sehe hier, dass du in ein spirituelles Erwachen gelandet bist. You reconnecting with ancient true and your spiritual gifts are emerging. Dedicate yourself to service others. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass diese Person, du hast deine Arbeit geleistet. Ja, du hast diese Zeit der Trennung genutzt, um deine Familienkarma zu lösen und du hast an dich selbst gearbeitet und jetzt ist die Zeit für dich gekommen, die Entscheidung zu treffen und ich glaube, Spirit bekräftigt dich darin, diese weise Entscheidung zu treffen, nicht in eine Schleife von der Vergangenheit festzustecken, sondern wirklich
deine Dienste jetzt zum Wohle anderen zu geben, weil die Menschen dich da draußen brauchen, weil dich erwartet eine wundervolle Zukunft. Ja, da draußen ist irgendetwas, was auf dich wartet. Und ich glaube, diese wundervolle Zukunft ist Liebe und Hingabe. Ja. The bond is strong, pure and unconditional. It will be a guiding light, a source of strength and a shelter for both of you. Ich habe das Gefühl, dass der Zukunft für dich jemanden bringen wird, der diese Band ganz stärkt und für dich da ist und ihr gemeinsam die Kraft schöpft, um anderen zu dienen. Und ich glaube, das sind meine spirituelle Gruppe wieder, die einen Prozess der Dualseele durchgemacht haben, je nachdem, oder False Twins hatten. Und jetzt kommt eine richtige Twin entweder in deinem Leben oder aber, dass dein Gegenüber durch das, dass du jetzt loslässt, in diesem spirituellen Erwachen kommen wird und vielleicht dann irgendwann den Weg zu dir finden wird. Ich persönlich, wenn ich dir einen Ratschlag gebe, als jemand, der genau diese Erfahrung gemacht hat, würde dir immer empfehlen, weiterzuziehen. Weil was zu dir gehört, kann dir nicht genommen werden. Was Gott zusammengebracht hat, soll der Mensch nicht auseinanderbringen. Und das ist immer ein weiser Ratschlag gewesen, das mir jeder gegeben hat. Hör auf, gegen Türen zu klopfen, die zu sind, und nicht mehr aufgehen, weil da verschwendest du nur Zeit und Energie darin. Ja? Und ich sage immer wieder, das, was zu dir gehört, wird den Weg zu dir finden. Spirit, was ist deine Meinung zu dieser Situation mit meiner Zuschauer in der Gruppe 3 und dieser Person, bei der es jetzt um diese Entscheidung geht? Wie siehst du diese Situation zwischen diesen beiden Seelen? Kann ich wieder ein bisschen mehr Informationen haben, ob das diese Liebe und Hingabe sich um eine neue Person handelt oder ob das der gleiche ist? Ja, also ich habe definitiv das Gefühl, dass du hier mit einem Twin Flame zu tun hast. Also die Karte Twin Flame kommt definitiv und du hast auch eine telepathische Verbindung zu dieser Person. Also ich glaube, deine Entscheidung weiterzuziehen wird diese Person quasi entweder in seinem spirituellen Erwecken mehr oder weniger hineinkatapultieren oder aber du wirst jemand anderen bekommen. Wenn ihr euch erinnert an meine Gruppen von Dualseelenprozess, wir haben ja immer die 11-11 im Facebook damals gemacht, wo wir uns noch mit diesem Thema ganz intensiv befasst haben, bevor wir gewechselt haben auf die eigene Heilungsthemen, habe ich euch damals gesagt, wenn dein Twin oder dein Dualseele in diesem Leben nicht schafft, das Ego zu überwinden, nicht die Bereitschaft zeigt, in seine oder ihre Kraft zu kommen, und wirklich die Entscheidungen zu treffen, dieses spirituelle Erwachen mit dir durchzustehen, dann wird dir einen gleichwertigen Partner zur Verfügung gestellt, die genau die Qualitäten deines Twins mit dir teilen wird und dass dir quasi das als Geschenk gegeben wird für deine harte Arbeit. Und für die anderen von euch, in dem Moment, wenn du wirklich aus dem tiefsten Herzen vergibst und loslässt und nicht mehr wartest, wird dein Twin oder Dualseele oder wie auch immer du es nennen möchtest, Seelenpartner, für mich sind das alles nur Titeln, wird in diese dunkle Nacht der Seele hineinkatapultiert, wird diese Turmmomente so lange erfahren, bis es dann erkennt, was diese Verbindung ist und zu dir zurückkehrt. Ich habe selbst einfach eine ganz, ganz seltsame Erfahrung gemacht, jetzt vor 2 Wochen, nachdem ich meinen eigenen Dualseele über 15 Jahre nicht mehr gesehen hatte, bis auf einmal ganz kurz, aber das war so eine Schocktherapie-Situation. Aber dieses Mal bin ich ihm dann unbewusst begegnet. Also es war nicht geplant, dass wir uns begegnen, sondern das war, als ich Mittagessen holen wollte. Mein Gegenüber hat mich nicht gesehen, ich habe mein Gegenüber gesehen. Und ich habe für mich selbst in dem Moment erkannt, dass all diese Ängste, die ich durchgestanden hatte, diese Begegnung zu haben, was würde ich fühlen, würden all die Gefühle wieder über mich hinaufbrechen, würde ich wieder in diese Co-Abhängigkeit verfallen, war gar nichts mehr da. Ja? Ich habe ihn nur beobachtet, habe für mich selbst gedacht, mein Gott, du hast dich überhaupt nicht verändert, siehst immer noch genauso aus wie damals mit 23. Obwohl, der hatte Sonnenbrille aufgehabt, ich habe jetzt die Augen nicht gesehen. Und da war er dann, ich glaube, mit seinen Kindern, weiß ich nicht, da kam er gerade irgendwie entweder aus der Metzgerei oder aus der Bank raus, weiß ich auch nicht, was da gerade war. Auf jeden Fall, ich habe aber in diesem Moment einfach gespürt, ich habe losgelassen. Ich habe wirklich gespürt, da war kein Groll, da war kein Wut, da war gar nichts. Ich war sogar noch
kurz noch überlegt, soll ich die Fenster runterlassen und ihm zuwinken? Aber dann habe ich gedacht, nein, wenn das Universum gewollt hätte, dass er mich sieht, dann hätte er mich gesehen. Das Universum wollte, dass ich ihn sehe, damit ich erkenne, wie weit ich mich entwickelt habe. Und dass es mich diese Begegnung keine Angst mehr macht. Und das war für mich so eine Erlösung, ein Befreiungsschlag. So, dass ich sagen konnte, ich kann weiterziehen. Und egal was kommt, ob jetzt dieses klärende Gespräch irgendwann kommen sollte oder nicht kommen sollte, ich weiß, dass wenn es kommt, ich ohne Groll, ohne Wut darauf zugehen kann, vergeben kann, das Gespräch mir anhören kann und dann, was auch immer passiert, werden wir sehen. Aber ich weiß, dass ich in diesem Moment frei geworden bin von all diesen Last von der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei dir jetzt passiert. Ja? Also entweder wirst du endgültig loslassen, weil du erkennst, dass dein Gegenüber nicht vorwärts kommt oder sich weigert, vorwärts zu kommen. Aber du wirst ihn Liebe loslassen. Ja? Und diesen Person vielleicht Bewusstsein und Liebe wünschen. Und dann wird für dich jemand anderer kommen, der genau diese Qualitäten besitzt, die du wirklich jetzt bereit dazu bist. Und für den anderen von euch wird vielleicht jetzt dadurch eben diese Erwachen endgültig stattfinden. Und dann wird dein Gegenüber auf dich zukommen und sich vermutlich dann auch dem Gespräch stellen. Aber wir werden jetzt natürlich in den Energie deines Gegenübers gehen und schauen uns mal an, was geht in deinem Gegenüber vor sich, wenn es um dich geht. Ja. Das ist jetzt, wird jetzt spannend. Dann nehme ich die Tarotkarten. Wo habe ich sie hingetan jetzt? Muss man nicht verstehen. Doch, da ist sie. So, Spirit, wie sieht diese Person die Verbindung mit meine Zuschauer, Zuschauerin. Wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Ich verbinde mich mit den Seelen dieser Personen, die in dieser Gruppe gerufen wurden und möchte gerne von dir wissen, wie siehst du die Verbindung mit meiner Zuschauer, Zuschauerin? Hallo Bibi. Hallo du hübsche Schatz. Okay, da ist eine Karte am Boden geflogen. Ja, dann schauen wir mal an, was die Karte mit sich bringt. Wow. Herz, Romantik und Empathie. Also ihr seid telepathisch definitiv miteinander immer noch verbunden. Und diese Person hat sehr viel Liebe und Leidenschaft und ist mit dem Herzen mit dir verbunden. Ja. Wie sieht, oder er sieht dich als eine Person, die sehr leidenschaftlich, sehr empathisch ist. Aber ich glaube, dass es eigentlich die Gefühle repräsentiert. Aber dein Gegenüber weiß auch, dass er dich belogen und betrogen hat. Oder aber, dass er Komplikationen verursacht hat und dass irgendetwas in die Heilung gehen muss und transformiert werden muss. Was ich aber auch hier glaube, ist, dass dein Gegenüber sich absolut bewusst ist, wenn er an dich denkt, dass er dein Herz betrogen hat. Dass er dich betrogen hat und damit dein Herz gebrochen hat. Und ich sehe auch diese Person als jemand, der gegenwärtig gesundheitlich nicht fit ist. Das kann psychisch, geistig, seelisch bedingt sein. Ja, wie sieht dein Gegenüber die Situation mit dir? Ich glaube einfach auch, dass diese Person es nicht gut geht mit dem, was dir angetan wurde. Ja, ja, Mangeldenken, ne? Da ist etwas nackt an dieser Person. Ja, schau mal das an, Manipulation. Ja, also, wenn ich frage, wie sieht dein Gegenüber dich? In dieser Verbindung, wie sieht dein Gegenüber diese Verbindung mit dich, mit dir, nicht mit dich, oh Gott, was für Deutsch, mit dir, warte mal schnell, ich möchte noch ein bisschen mehr Karten haben, kann ich bitte noch eine Karte zu den falschen Personen haben, bitte, ja, schau mal diese Situation an, ja, also ich sehe hier definitiv, dass dein Gegenüber gegenwärtig von der geistigen Welt so ziemlich ordentlich in den Mangel genommen wird. Ja, wir haben Guardian, Spirit Guide, Divine Messengers. Ja, also es kann sein, dass du, wenn du jetzt meine Lichtarbeitergruppe bist, dann bist du definitiv jemand, wo entweder Lichtarbeiterin ist oder in der Öffentlichkeit steht, andere Leute unterstützt, von der geistigen Welt geführt wird oder channelt. Das weiß auch dein Gegenüber. Dein Gegenüber sieht dich als einen Engel. Es hat dich als einen Engel gesehen in dieser Verbindung, wo der sehr empathisch war, der sehr romantisch war, der sehr leidenschaftlich war und ist sich dann auch bewusst, dass man in diese Verbindung etwas getan hat, dass dann entweder ist dein Gegenüber fremdgegangen und dadurch bist du eifersüchtig geworden oder hast mit einer Eifersucht quasi, aber was begründet war, ihm
unterstellt, dass er fremd geht, weil er einmal fremd gegangen ist oder du hast die Gefahr erkannt. Und durch diesen Verrat, der stattgefunden hat, haben natürlich dann diese andere Entitäten, ob das jetzt Familien waren, Freunde waren, Drittpartien waren, gute Spiel gehabt, diese Verbindung auseinanderzubringen. Und das hängt jetzt deinem Gegenüber an der Backe. Ja? Dein Gegenüber weiß, dass er sich entweder manipulieren lassen hat oder dich manipuliert hat oder sich selbst manipuliert hat in dieser Verbindung. Und ist sich auch absolut im Klaren, wenn er in dieser Verbindung denkt oder diese Verbindung sieht, weiß es, dass es das nagt an dieser Person sehr, wie er mit dir umgegangen ist, was mit dir gemacht wurde, was da passiert ist. Und es scheint eigentlich einiges passiert zu sein, sonst würde nicht diese Kombination hier auftauchen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass es von der geistigen Welt mehr oder weniger gepusht wird. Durch seine Krankheit, durch das, dass das an ihm nagt, durch diesen Betrug, durch diesen Verrat, den er an dir begangen hat oder sie an dir begangen hat, dass diese Person leidet. Ja? Es nagt etwas an der Gesundheit von dieser Person, entweder psychisch, geistig oder körperlich. Lass uns mal schauen, was nagt an ihm. Was ist das, was an ihm nagt, Spirit? Was nagt an ihm? Ja, schau mal, wir haben Gedanken, deine Gedanken, Nostalgie, Obsession. Diese Person kann dich nicht loswerden. Warum? Weil das geistige Welt dafür sorgt, dass es dich nicht los wird. Da ist eine Karma entstanden zwischen euch beide, ein unfinished Business. Und diese Person kann das, vielleicht hat er lang genug können davonlaufen, kann es aber nicht mehr. Ja? Was nagt an dieser Person? Was nagt an dieser Person? Ja. Der Verlust, wie es diese Verbindung auseinandergegangen ist, das Sehnsucht nach dir, der Verlust und die Ende von dieser Verbindung nagt bis heute an diesem Person. Der kann nicht aufhören daran denken, was da passiert ist, wie es mit dir umgegangen ist, wie es zu diesem Kontaktabbruch gekommen ist und ja, wie dann die jahrelange Verhalten dieser Person dir gegenüber gewesen ist. Ja, und wird aber auch von der geistigen Welt gezwungen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wow. Und ich glaube, das geschieht alles jetzt, weil du entschieden hast, loszulassen und vergeben hast. Und jetzt kümmert sich das Universum um diese Person. Und wir haben auch die Karte der Verzweiflung. Ja, es ist der Schuldgefühle, die einem hier wahnsinnig machen. Diese Person fühlt Schuldgefühle dieser Situation gegenüber, wie mit dir umgegangen worden ist. Ja, und das ist es, was an dem nagt, in seine Gesundheit nagt. Und ihn zwar dazu quasi zwingt, mehr oder weniger diese Situation in Ordnung zu bringen. Jetzt möchte ich aber weiterschauen und gehe jetzt mal einen Schritt weiter und möchte mal wissen, warum diese Person das nicht in Ordnung bringt, wenn es ihm schon so sehr belastet. Was hindert diese Person daran, Spirit, da gehe ich mit der Tarotkarten dran, was hindert diese Person daran, die Situation in Ordnung zu bringen oder das Gespräch zu suchen, wenn es ihn so dermaßen oder sie so dermaßen belastet? Was hindert diese Person, die Situation in Ordnung zu bringen oder das Gespräch zu suchen, wenn es ihm oder sie schon so dermaßen belastet? Ja. Wir haben hier der 8 der Kelche. Der 8 der Kelche ist, dass vielleicht du schon weitergezogen bist, ja. Dass es zu viel Zeit vergangen ist. Der 8 der Kelche ist einfach auch, dass vielleicht, und man muss erstmal etwas hinter sich lassen, ein Muster hinter sich lassen, irgendetwas hinter sich lassen. Vielleicht ist auch zu viel Zeit vergangen und der Person denkt, es ist zu viel Zeit vergangen, um den Kontakt wieder mit dir aufzubauen, ja, um dir den Kelch der Vergebung zu bringen. Das ist einfach zu spät. Ja. Der 8. Kelche sagt einfach, du bist weitergezogen. Du hast einfach dich entschieden, ja, tschüss. Ja. Sind vielleicht mehr als 8 Jahre vergangen, weil der 8. Kelche repräsentiert für mich aber auch natürlich die Situation, dieses mit schwerem Herzen weiterzuziehen. Und auf der einen Seite kann das sein, dass es zu viel Zeit vergangen ist und auf der anderen Seite kann es natürlich auch möglich sein, dass diese Person erst muss aus eigenem Entschluss etwas hinter sich lassen, etwas loslassen, eine Verhaltensweise loslassen, bevor diese Kontaktaufnahme und diese Gespräch oder diese Versöhnung mit dir stattfinden kann oder zumindest mal
die Entschuldigung dir gebracht werden kann. Weil der Reiter der Kelche ist ja die Entschuldigung. Und wir sehen, dass der Person dieses spürt. Es ist da. Es quält ihn. Es quält sie. Wahrscheinlich auch schlaflose Nächte sind da. Gesundheitliche Probleme sind schon da deswegen, weil es in einem plagt. Aber es gibt eben zwei Gruppen. Eine Gruppe kann sein, dass es denkt, es ist zu spät. Du bist deine eigenen Wege gegangen, du hast dich schon abgenabelt. Was bringt mir jetzt, dahin zu kommen und dir den Kelch zu bringen und zu sagen, du, es tut mir leid, ich liebe dich immer noch. Dann hast du vielleicht schon neue Partner in deinem Leben. Oder es ist zu viel Weg vergangen. Oder aber, diese Person muss sich erst von dem Vertrauten lösen, den Weg zur Freiheit finden. Das passt wieder zu diesen anderen Gruppe mit dem Ahnen und Familie. Weil sonst wird es nie ankommen und nie die Ruhe finden. Aber das ist auch Plan des Universums, dass diese Person keine Ruhe finden wird, bis dieser Entschluss gefasst ist. Und ich sehe, dass das Universum sich jetzt darum kümmert. Und du bitte gehst einfach deinen Weg weiter. Should I stay or should I go? Go. Definitiv go. Ja. Weil ich sehe hier definitiv dann noch Heilung Bedarf hier ist. Und das Universum kümmert sich darum. Du musst dich darum nicht kümmern. Du hast deine Arbeit gemacht. Du musst jetzt weiterziehen. Kümmere dich um deine eigene Heilung. Kümmere dich um deinen eigenen Weg, den du jetzt gehen musst. Du bist auf dem richtigen Weg. Du hast deine Arbeit getan. Du hast dein Kelch gefüllt. Und jetzt geh und nutze deine Gaben, um anderen zu helfen. Und in dieser Zeit erlaube dem anderen, seine Arbeit zu machen, und entweder schafft er sich zu befreien oder sie sich zu befreien und kommt auf dich zu, und wenn nicht, wird jemand anderer dir zur Seite gestellt. Du bist frei von diesem Menschen. Vielleicht auf dem Seelenvertrag seid ihr noch miteinander verbunden, aufgrund von die gewissen Wissen, das diese Person hat. Aber du hast dich befreit, und wir sehen ja auch, dass du dein Schwert in der Hand hältst und sagst, ich gehe jetzt weiter, ich warte nicht mehr. Ja, es ist für mich in Ordnung, so wie es ist. Ich brauche auch das Gespräch nicht mehr. Das war für mich so klar, wo ich mein Gegenüber gesehen habe, wo ich 15 Jahre auf ein Gespräch, auf eine Entschuldigung gewartet hatte oder zumindest eine Erklärung, warum er das getan hat, was er getan hat, war es mir egal in dem Moment. Ich wollte es gar nicht mehr wissen, weil ich glaube, ich habe es schon gewusst, warum er es getan hat. Und in dem Moment war diese, oh Gott, ich bin frei. Jetzt kann endlich mein Leben weiterziehen. Ja, und das ist das, was ich glaube, ich auch bei dir jetzt passiert. Okay, lass uns mal schauen, was sind die Gefühle deines Gegenübers, wenn es um dich geht. Das würde mich schon sehr interessieren. Was passiert mit den Gefühlen dieser Person, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Was passiert mit den Gefühlen dieser Person, wenn es um meine Zuschauer, Zuschauerin geht? Ja, schau mal das an, der Dieb. Zeitraubend, Geld und Degradation. Wenn es um dieses Gefühle geht, diese Person fühlt sich wie ein Dieb, ja. Diese Person fühlt, dass er deine Zeit verschwendet hat, dass vielleicht sich zu viel auf Geld konzentriert hat und mehr oder weniger degradiert worden ist in seinem Leben, ja. Es ist auch gut möglich, dass diese Person das Gefühl hat, auf der Gefühlsebene deine Zeit zu verschwenden, wenn, oder es wäre eine Zeitverschwendung, wenn man zu dir wieder zurückkommen würde, um irgendetwas in Ordnung zu bringen, weil einfach du diese Person komplett degradiert hast in deinem Wesen. Je nachdem, ob überhaupt Kontakt herrscht, vielleicht hast du dir auch komplett umgedreht und du bist die, wo weggegangen ist, wo sich nicht mehr umgedreht hat. Diese Person hat dich verloren. Du bist die einzige vielleicht von den ganzen, ich sage immer wieder die Marionetten oder die ganzen Puppen, die diese Person auf seinem Regal oder ihren Regal aufgebaut hatte, wo nicht auf dem Regal sitzen geblieben ist, sondern aufgestanden ist und gegangen ist. Und das hat wahnsinnig viel Respekt geschaffen für dich, auch wenn es dir schwer gefallen ist. Ich sage nicht, dass es dir nicht wehgetan hat. Ich weiß, wie sehr es mir wehgetan hat. Und das jahrelang. Und was mir alles vor die Füße geworfen worden ist, was dieser Mensch hintendurch noch gemacht hat. Und es hat mich innerlich zerrissen und zerfetzt und kaputt gemacht. Und ich habe trotzdem, ich bin weitergegangen. Und habe die Stücke von meinem Herzen vom Boden aufgelesen und sie wieder zusammengeklebt in ein vernarbtes Herz, wo ich jahrelang nicht mehr imstande gewesen bin, mein Herz wieder zu öffnen und Vertrauen in eine Partnerschaft zu haben und in die Vergebung zu gehen, mir selbst zu vergeben, dass ich überhaupt so eine Entscheidung getroffen habe, mich auf sowas einzulassen. Am Endeffekt war ich nicht mehr böse auf ihn, sondern ich war böse auf mich selbst, ja. Und als ich dann mir selbst vergeben habe, weil ich erkannt habe, dass das notwendig war, damit ich zu der Person werden, den ich heute bin,
und wie stolz ich darauf bin, was ich auf meine Beine gestellt habe, dank dieser Verbindung konnte ich auch ihn loslassen und mich loslassen. Und das hat sich dann physisch dann mir auch gezeigt. Und wenn du jetzt mit deinem Gegenüber auch keinen Kontakt hast oder du diese Person nicht mehr siehst nach jahrelanger Verbindung und trotzdem telepathisch und seelisch ihr miteinander verbunden seid, vertraue darauf, dass das Universum schon einen Grund hat, warum es dich schützt vor dieser Person. Ja, weil entweder bist du noch nicht so weit oder der Gegenüber. Und ich sehe hier, dass die Person denkt, wenn es um seine Gefühle für dich geht, dass es einfach Zeitverschwendung wäre, zu dir zu kommen, weil diese Person hat sich komplett in deinem Leben degradiert. Ja, das ist das, was die Person fühlt. Ja, ob das so ist, das ist ganz eine andere Geschichte. Was geht in deinen Gefühlen vor sich, wenn du an meine Zuschauer, Zuschauerin denkst? Ja, Lovers, Joy, Love, Life, Commitment, ja, Contentment. Wenn diese Person an der Zeit mit dir denkt, denkt er daran, dass die schönen Zeiten, die ihr zusammen hattet, dass ihr Liebenden wart, dass diese Liebe da war zwischen euch beide. Ich sage auch nicht, dass es nicht da war. Ja. Irgendetwas ist da passiert, wo man eine Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung, die man getroffen hat, ob das jetzt war, dass man sich für Geld entschieden hat, dass man deine Zeit verschwendet hat, dass man dich degradiert hat, dass er deine Werte verletzt hat, dich minderwertige Gefühle gegeben hat. Das ist jetzt so eine Belastung für diese Person geworden. Das ist der Kreuz, das diese Person jetzt mit sich herumträgt. Und dieses Kreuz wird einfach früher oder später ihn in die Knie zwingen. Und dann wird entweder diese Person, ob Frau oder Mann, müssen eine Entscheidung treffen, das klärende Gespräch suchen oder aber dann weiterzumachen, so wie es ist. Und je nachdem, wie stur der Person ist, mit dem du zu tun hast, ja, dann ist die Empfehlung vom Spirit definitiv für dich, go. Ja, also nicht, should I stay, go. Ich spüre auch vom Universum, du bist auf dem richtigen Weg mit deiner Entscheidung, geh weiter. Was jetzt mit dem anderen passiert, das überlässt du bitte uns. Das ist unsere Aufgabe und wir beschützen und behüten auch ihn, genauso wie wir dich und dich auf deinem Weg des Schmerzes beschützt und behütet haben. Wir waren an deiner Seite, wir haben dich getragen. Ich fühle einfach auch immense Trauer in mir drinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es von dir kommt oder von dem Gegenüber kommt. Jeder Tarotleger, der so arbeitet, energetisch arbeitet wie ich, weiß, wie anstrengend solche Readings für uns sind, weil wir empathisch alles mitbekommen, energetisch. Und ich spüre in dieser Verbindung eine unendliche Schmerz und Trauer, die zwischen euch beide existiert, die nicht geklärt worden ist. Einerseits deine und einerseits jetzt den anderen seine oder ihre. Und dass das Universum sagt, wir sind bei dir gewesen, als du den Weg gemacht hast, diesen Schmerz zu verarbeiten. Auch wenn es für dich eine schwere Phase war und du dich alleine gefühlt hast, und wir sind jetzt auch bei dieser Person und unterstützen ihn mit seinen Aufgaben. Mach du dir keine Gedanken, kümmere du dich um deine Aufgaben, die jetzt für dich anstehen. Ja, also definitiv go. Und dein Gegenüber weiß auch, dass er sich wie ein Player und sehr egozentrisch dir gegenüber verhalten hat. Vielleicht hast du auch mit einem Gigolo zu tun gehabt, der viele Optionen hatte, viele Chancen hatte und gedacht hat, etwas Besseres kommt nach dir und hat dich dann einfach degradiert zu einer Option. Ja, und das hat dann natürlich auch eine ziemlich Katastrophe ausgelöst. Wir haben hier Armut, heimatlos und harsche Konditionen. Und ich glaube aber, dass das deine Situation ist, der diese Person in dich hineinkatapultieren lassen hat. Ja? Und das, warum diese Person sich jetzt so fühlt, hat damit zu tun, du hast in dieser Verbindung viel Liebe und Freude gebracht und diese Person hat sich für Geld entschieden, für Optionen entschieden, war ein Player, war egozentrisch und hat dich dann so im Stich gelassen, dass vielleicht du sogar heimatlos geworden bist, dass du kein Dach mehr über den Kopf hattest oder musstest gehen. Vielleicht hat es dich auch von deiner Zuhause weggenommen. Das wäre jetzt in meinem Fall. Ich bin ja von der Schweiz nach Deutschland gekommen und nach dieser Verbindung habe ich mich wirklich heimatlos gefühlt. Ich war gestrandet in ein fremdes Land, alleine mit meinem Kind und hatte niemanden. Ja, und da habe ich mir einfach für mich selbst gedacht, gehabt, meine Güte, was hast du getan? Ja, was hast du da für eine Entscheidung getroffen? Bist du denn bescheuert eigentlich? So, und
das sind eben genau diese Situationen, die diese Person dann ins Depressionen und Verwirrungen und Zweifeln hineinkatapultiert. Also auf der Gefühlsebene sehe ich definitiv, dass diese Person einen ganz großen Kreuz mit sich herumträgt über die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen worden ist. Ich weiß nicht, welche Gruppe jetzt da ist. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass diese Person nach dem Verlust von dir einiges aufgearbeitet hat und in einige Löcher gefallen ist, nachdem, also ich sage jetzt einfach so, das, was dir angetan wurde, hat diese Person erlebt es jetzt an seinem eigenen Leib. Auf welche Art und Weise es auch passiert, kann ich jetzt nicht sagen, aber das Universum hat seine Art und Weise, Karma auszugleichen. Deswegen sage ich immer, warte nicht darauf, dass das, solange du darauf wartest, dass das Universum für dich eine Karma ausgleicht, dann wird nie etwas passieren. Weißt du warum? Weil du auf etwas wartest. In dem Moment, wo es dir egal wird, weil du deine Arbeit getan hast, weil du deine Karma ausgeglichen hast, weil du deine Anteile an der ganzen Geschichte verstanden hast und dir selbst vergeben hast und den anderen vergeben hast, dann kann das Universum anfangen, endlich mal woanders für dich aufzuräumen. Weil du weißt nicht, was der andere Person braucht, um in dieses Erwachenprozess zu kommen. Aber seine Seele oder ihre Seele und das Universum und die Ahnen, das wissen die. Und das ist das, was jetzt gerade hier geschieht. Wow. Okay, wir beenden dieses Reading, indem wir eine Karte für dich ziehen in Bezug auf diese Verbindung. Und zwar auch jetzt hier in diesem Fall von Queen Map Karte. Spirit, was sollte meine Zuschauer, Zuschauerin über diese Verbindung aus deiner Perspektive wissen? Was möchtest du meine Zuschauer, Zuschauerin in Bezug auf diese Verbindung wissen lassen? Raging Fire of Fever. Wow. Das ist die Karte. Raging ist eigentlich eine Wutenergie, Feuer der Fieber. Ich bin mal gespannt, was die Karte heißt. 43 ist ja auch 7, die Quersumme. Vielleicht siehst du auch diese 7. Lass uns mal schauen, was die Karte mitteilt. Channel your passion. Kanalisiere deine Leidenschaft. Leidenschaft ist das Feuer der Erleuchtung deiner Welt. Es ist jetzt die Zeit für dich gekommen, deine Leidenschaft jetzt zu erden. Halte es und behalte und lass es brennen kontinuierlich, um deine Aufgaben auf dieser Erde zu erfüllen. Dein Körper fordert deine Gegenwart jetzt auf dieser Erde. Wenn dein Feuer unterdrückt ist, wirst du vermutlich einen Burnout erleben. Aber wenn du es erlaubst, außer Kontrolle zu brennen, könnte es zu einer Katastrophe werden. Aber wenn du deine Feuer lernst zu kanalisieren und für Positives zu benutzen, schenkt das Leben Wärme und die Macht, große Dinge in deinem Leben zu erschaffen. Achte darauf, dass du deine Kraft und deine Feuer nutzt in deinem Beruf, in deiner Spiritualität, in deinen Freundschaften und in deinen romantischen Beziehungen und nähre mit deinem Leidenschaft die anderen. Sei nicht rücksichtslos mit deinen Energien und achte auf deine mentale und physische Gesundheit. Für dich ist es wichtig zu lernen, jetzt deine Leidenschaft, den du in deine Hände hältst, korrekt in die richtige Richtung zu lenken. Du hast gelernt, damit umzugehen und jetzt steht dir auch die Macht zu, diese Energie zu nutzen, um Gutes zu schaffen. Du bist eine Kraft der Natur und du bist ein Alchemist. Sei klar in deine Gedanken und in deine Macht. Bade in der Schönheit deiner Leidenschaft und lass es nach außen scheinen, so dass du die richtigen Verbindungen, die richtigen Beziehungen und die richtigen Partnerschaften in deinem Leben anziehst. Was die Karte mir sagt hier, das Universum sagt, du hast gelernt, deine Wut zu kontrollieren. Du hast gelernt, deine Leidenschaft, deine Feuer in dir
zu lenken in die richtige Richtung. Ich sage immer, Feuer kann verbrennen oder es kann wärmen. Und ich bin ein Feuerzeichen und ich weiß, was eine unkontrollierte Feuerzeichen für Chaos veranstalten kann. Ja? Es kann ein Brandfeuer, ein Waldfeuer, eine Katastrophe auslösen. Ich weiß, in meinen jungen Jahren, wenn ich wütend gewesen bin, dann konnte ich Menschen unendlich wehtun. Und es war mir in dem Moment egal, was für einen Schaden ich veranstaltet habe. Im Nachhinein hat es mir natürlich sehr weh getan. Heute habe ich gelernt, meine Wut zu kontrollieren. Ich habe gelernt, deswegen ist auch diese Drachenkraft, diese Drachenenergie, diese Drachenausbildung, die viele von meinen Schülern gemacht haben, ist genau darauf ausgerichtet, dir beizubringen, deine Kraft dir bewusst zu werden und in die richtige Richtung zu lenken. Das heißt, du musst lernen, deine Wut zu nutzen für dich, um dich selbst voranzutreiben, um Dinge, die liegen geblieben sind, anzugehen, um deine Ängste dich zu stellen. Das nennt man die Macht und deine Kraft und deine Wut konstruktiv zu benutzen. Destruktive Wut zerstört, hat mit Rache zu tun, hat mit Wut zu tun, mit Neid und Missgunst zu tun und dem anderen etwas Elendiges wünschen. Und das Universum sagt, du hast gelernt, diese Wut zwischen diese Rachegefühle, zwischen diesen Hassgefühle, zwischen diesen Verzweiflung, den anderen Schmerzen zuzufügen wollen und gleichzeitig zu lernen, es nicht zu tun, gemeistert. Und jetzt ist die Zeit für dich gekommen, diese Feuer zu nutzen, um in deinem Leben das zu kreieren, was du möchtest und die richtigen Menschen in deinem Leben anzuziehen, damit du eine wundervolle Zukunft für dich erschaffen kannst. Wow, was für eine schöne Botschaft für dich, Gruppe 3. Und übergib das andere bitte den Universum, weil ich bekomme direkt von dir rein, should I stay or should I go? You should go, ja? Es ist die Zeit für dich gekommen, die richtige Entscheidung zu treffen. Geh. Wenn diese Person für dich bestimmt ist, wird es den Weg zu dir finden. Und wenn nicht, dann glaub mir, ich bin hundertprozentig sicher, da wartet jemand anderer auf dich, der wahrscheinlich sogar deine Erwartungen übertreffen wird. Spirit, was ist deine Abschlussbotschaft an die Gruppe 3? Die ist ein bisschen länger gegangen, die Gruppe 3. Entschuldigt mich bitte. It's never too late to start over. You have to trust in the magic of new beginnings. They are waiting for you. Notice them, size them and appreciate all that you have. Just relax and trust. Es ist nie zu spät für einen, wieder von vorne zu beginnen. Du hast das Vertrauen in die Magie des Neubeginns. Nein, du sollst Vertrauen haben in die Magie des Neubeginns. Sie warten auf dich. Erkenne es, wertschätze es und entspann dich und vertraue. Auf dich wartet ein Neubeginn, egal in welcher Form. Du hast deine Arbeit getan, Gruppe 3. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt, ja, you should go. Und was zu dir gehört, das wird mit dir mitgehen. Glaub mir, du wirst nichts verlieren, was zu dir gehört. Du wirst nur das verlieren, was schon längst aus deinem Leben weg ist und keinen Platz mehr in deinem Leben hat. In your journey, there will be times when you feel lost, confused, lonely and angry. In deiner Reise wird es Zeiten geben, wo du dich verloren, verwirrt, alleine und wütend fühlst. These are times of transition. Das sind Zeiten des Übergangs. You won't feel those emotions forever. Du wirst nicht diese Emotionen immer fühlen. You are transitioning to a better, stronger version of yourself. Du übergehst gegenwärtig in eine bessere und stärkere Version deines Selbst. Shed away those unneeded layers and keep growing. Lass jetzt diese alte, unnötige Decken oder diese Hautresten von dir abfallen und wachse weiter. Also nochmal eine Bestätigung, zieh weiter. Und größere und bessere Erfahrungen sind auf dem Weg zu dir. Vielleicht bist du nicht imstande, es zu sehen, aber großartige Dinge kommen gerade zusammen für dich, während du das liest. Vertraue dem Prozess und lass das göttliche Timing für dich arbeiten. Geh vorwärts in dem Wissen, dass alles für dich zu bester Ordnung geschaffen wird. Gruppe 3. Geh deinen Weg. Geh weiter. Ja, the decision is right. You should go. Geh weiter und was zu dir gehört, kommt zu dir und du wirst dafür dankbar sein. Herzlichen Glückwunsch, Gruppe 3. Du hast
den Prozess geschafft und ich wünsche dir all das Glück dieser Welt. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Hinterlasse mir bitte einen Kommentar, ein Like oder teile dieses Video für jemanden, der jetzt gerade diese Antwort braucht. Wenn du magst, hinterlasse mir ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dir kostet das nichts. Mir hilft das, meinen Kanal wachsen zu lassen, in der Algorithmus nach vorne zu kommen, damit ich so viele Menschen wie möglich erreichen kann mit meiner Arbeit, um ihnen Hoffnung und Licht zu schenken in dieser dunklen Zeiten. Dadurch tust du auch dazu beitragen, irgendeine Seele da draußen zu helfen, ohne dass du es weißt. Das nennt man Geben und Nehmen. Und für alle anderen, vielen Dank für eure Wertschätzung, egal auf welche Art und Weise es mich erreicht. Namaste, meine Seelensterne.